Und der Mann schaute mich skeptisch an und dann sagte, junger Mann, haben Sie Erfahrung? Ich sagte, nein, aber ich habe sehr, sehr viel Willen und ich will viel lernen. Junger Mann, ich bin ganz ehrlich zu Ihnen, ich habe seit 40 Jahren Praxis, vergessen Sie es. Sie haben gar keine Chance. Das hier, was Sie auf der Liste hier stehen haben, das ist 0,0 tauglich im Markt. Sie werden damit scheitern, Sie werden kein Glück haben, keinen Erfolg. Versuchen Sie irgendwas anderes. Und mir war es finster auf der Seele. Ich war so traurig, ich war so verzweifelt. Heiße dich willkommen und möchte dich gleich zu Beginn, weil deine Zeit so wertvoll ist und die Lebenszeit die wichtigste Ressource deines Lebens ist, zu dieser außergewöhnlichen Reise, zu einer der außergewöhnlichsten Ausbildungen, die es in Deutschland, Österreich, Schweiz gab, gibt und sehr wahrscheinlich jemals geben wird. Doch bevor ich diese Reise mit dir gemeinsam starte und du alle Infos, alle Bausteine, alle Experten, alles, die wichtigsten Facts auf den Punkt bekommst, möchte ich dich auf eine kleine Zeitreise einladen. Und zwar heute, vor ungefähr 10, 11 Jahren. Damals war das so, dass ich mich nach meinem weltlichen Studium, ja, ich habe BWL studiert und ich habe damals das nur deswegen gemacht, weil ich dachte, damit habe ich die größten Chancen später im Leben. Irgendwann mal mein BWL-Studium abgeschlossen und dann habe ich mich beworben im Consulting und hatte dort den einen Job und habe schon nach kurzer Zeit gemerkt, das ist nicht meine Welt. Und dann gab es Entlassungen im Unternehmen und ich durfte gehen. Und dann hatte ich einen anderen Consulting-Job, weil ich wollte nicht ein kleines Rädchen in einem Riesenkonzern sein. Ich wollte eher in ein kleineres, familiengeführtes Unternehmen gehen. Und auch dort geschah etwas, das ungefähr nach 2 Monaten, das war genau 2 Monaten und 20 Tagen, wie beim ersten Job, auch dort es Entlassung gab, weil dem Unternehmen plötzlich Geld fehlte, über 200.000 Euro. Und die Konsequenz daraus war, dass sie mich gebeten haben, freundlich zu gehen, mit dem Hinweis, aber Sie kriegen ein super Zeugnis von uns, Herr Mankiewicz. Und plötzlich stand ich auf der Straße, musste Hartz IV, weil ich kein Jahr lang zuvor gearbeitet habe, also jeweils nur knapp 3 Monate vorbei. Und dann habe ich mir echt zum ersten Mal die Frage gestellt, Maxim Mankiewicz, was hast du da im Leben angestellt und wie ist es dahin gekommen, dass du jetzt im Hartz IV bist, ob du 5-6-sprachig bist, 2-3 Mal im Ausland zuvor warst, ja, und Diplomkaufmann bist und plötzlich im Hartz IV sitzt und es kaum schaffst, deine Lebensmittel im Supermarkt zu bekommen. Und ich weiß damals, ich hatte so eine Frustration, ich hatte so einen Stress, ich bin in eine fremde Stadt gezogen, meine Partnerin ist in einer anderen, meine Freunde, mein Umfeld, alle. Ich hatte frisch Möbel gekauft gehabt, ich habe frisch ein Gebrauchtauto gekauft gehabt, zweiten Job, weil ich sonst jeweils eine Stunde hin und Stunde zurück gebraucht hätte mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und jetzt hatte ich quasi den All-In-Jobs und auf einmal musste ich Hartz IV anmelden, weil ich beide Jobs verlor. Und mir war es finster auf der Seele. Ich war so traurig, ich war so verzweifelt. Ich habe gemerkt, dass ich mein gesamtes Leben, die ganze Zeit alles auf eine Karte gesetzt habe, dieses BWL-Studium. Ich habe Praktikas gemacht, Auslandsstudium, Sprachen gelernt, soziales Engagement nebenbei. Und. Nur meine Chancen auf dem Arbeitsmarkt irgendwie zu erhöhen. Und letztendlich war ich dann vom Hartz IV gelandet und konnte es mir nicht erklären, wie ist denn da jetzt dazu gekommen. Und ich weiß, damals hatte ich mir zum ersten Mal die Frage gestellt, was ist, wenn ich all das, was ich bis jetzt nicht bin und zuvor gedacht habe, dass ich das wäre, ja, BWL, Wirtschaftsstudium, aber in meinem Inneren niemals war, was ist, wenn ich all diesen ganzen Quatsch jetzt aufhöre und mir zum ersten Mal im Leben, im Spiegel, mir in die Augen schaue und mir zum ersten Mal die Frage stelle, was willst du wirklich, Maxim? Weil ich habe verstanden, wenn du jederzeit für etwas gefeuert werden kannst, was du nicht einmal bist und nicht einmal liebst, dann habe ich mir nach dem 2. Kündigung geschworen, das passiert dir nie wieder. Und dann habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe gesagt, jetzt werde ich alles dafür tun, in die Richtung zu gehen, wovon ich zu 100% überzeugt bin. Das Problem ist aber, zu Beginn hast du keine Ahnung, ja, weil ohne praktische Erfahrung weißt du ja nicht, wer bist du denn? Und hier auf der Erde gibt es Dualität, ja, oben, unten, rechts, links, schwarz-weiß, Mann, Frau. Und das heißt, erst nachdem du die praktische Erfahrung gemacht hast, ja, du probierst im Supermarkt ein Eis und denkst, vorher schmeckt dir, du probierst und denkst, oh, gar nicht meine Sorte. Du probierst es nie wieder, weil du es praktisch erfahren hast, ja. Und wir müssen auf dieser Erde praktische Erfahrungen machen, das ist das Spiel auf dieser Erde. Und die Konsequenz daraus war, dass ich im Hartz IV war. Ich hatte zum Glück aus meiner heutigen Sicht eine Hartz IV-Frau, die sehr, sehr unangenehm für mich damals war. Ja? Und sie war als Mensch, wo
wenn ich mal kurz gehustet hatte, ja, dann sagte sie sowas wie, lachen Sie, junger Mann, ruhig, lachen Sie. Und ich habe gedacht, was ist denn jetzt passiert? Ja, also sie hatte scheinbar irgendwelche mentale Herausforderungen auch gehabt. Es ist wahrscheinlich auch nicht einfach, jeden Tag mit Hartz-IV-Menschen zu arbeiten. Und long story short, ich habe sie einmal im Monat spätestens, musste ich antanzen und ich habe sie angefleht, mich nicht in einen nächsten Job reinzustecken. Und sie hatte schon Ideen gehabt, wie ich beim Rewe Flaschen sortiere. Ich habe sie nur angebettelt gehabt und habe gesagt, bitte geben Sie mir einen Monat noch mehr Zeit. Ich hatte, glaube ich, 3 Monate Zeit. Und ich werde alles dafür tun, um irgendwie einen Weg zu finden, dass ich dem Staat keinen einzigen Cent mehr koste. Ja, mittlerweile jetzt 10 Jahre später habe ich dem Staat ein paar Millionen Euro schon an Steuern abgedrückt. Ja, aber dort in diesem Moment, wo ich diese 300 Euro zum Leben hatte, monatlich bekam, musste ich so schnell es geht auf dem Markt verschwinden. Naja, ist ein anderes Seminar. So, und ich weiß, ich war so verzweifelt. Ich stand morgens auf, sehr früh, irgendwo 4, 5 Uhr morgens. Ich habe mir Wecker gestellt, ich habe mir Ziele vorgenommen und ich habe gesagt, okay, wenn ich jetzt alles auf eine Karte lege und ich möchte einfach mich weiterbilden, lernen, was sind denn die Themen, die mich im Herzen mein Leben lang interessiert haben und womit möchte ich irgendwie versuchen, anderen Menschen zu helfen? Und dann hatte ich so Themen draufgeschrieben wie positives Denken, ja, positive Psychologie. Dann hatte ich so Themen drauf wie Körpersprache, Zeitmanagement und hatte so eine Liste mit insgesamt 7 Themen drauf. Und habe mir die Frage gestellt, wie komme ich denn damit überhaupt in den Markt und wie kann ich damit starten? Und habe damals Google Maps eingegeben und habe geguckt, wo gibt es denn sowas wie Industrie- und Handelskammer, weil das ist die einzige Adresse, die mir damals eingefallen ist, wie ich in diesem Beruf, ich hatte die Tendenz, Trainer zu werden, irgendwie starten könnte. Und dann habe ich mich auf mein Fahrrad gesetzt, habe gesehen, da ist einen Kilometer entfernt von mir und bin dann mit dem Fahrrad und mit meinem Zettel im Rucksack losgefahren. Kam dort bei der Industrie- und Handelskammer, hatte vor mir einen sehr übergewichtigen, korpulenten Mann, der den Job mittlerweile schon seit 40 Jahren machte und habe ihm erzählt, ich interessiere mich für den Trainerjob und wie sind denn dort die Chancen? Und der Mann schaute mich skeptisch an und dann sagte, junger Mann, haben Sie Erfahrung? Ich sagte, nein, aber ich habe sehr, sehr viel Willen und ich will viel lernen. Sagte, oh, das wird schon mal ganz, ganz schwierig. Und dann sagte er, in welchem Bereich wollen Sie denn tätig werden? IT? Oder verkaufen oder ähnliches. Und ich sagte so, eigentlich nicht. Ich möchte nicht in der IT oder im Verkauf tätig sein, weil ich war ja vorher in der Businesswelt, im Consulting und habe gemerkt, dass es sehr, sehr viel Maske tragen, sehr, sehr viele Rollen einnehmen, aber nicht von innen nach außen authentisch dein Leben leben. Und dann habe ich gesagt, aber ich bin vorbereitet, ich habe 7 Themen mit. Und dann habe ich ihm die Themen gegeben. Eins davon war die Kraft des positiven Denkens, ja, also das Unterbewusstsein, Hypnose, diese Themen. Dann hat er sich den Zettel angefangen zu lesen und hat dabei laut erwähnt, was ich dann auf meinem Zettel stehen hatte und hat dabei jedes Mal von einem Begriff zum nächsten, den er gelesen hatte, immer mehr angefangen zu grinsen, zu lachen, bis er fast schon vor mir mich grimmig jedes Mal anguckte und jedes Mal nur schmunzelte und mir jedes Mal das Gefühl gab, was für ein Idiot hat diesen Zettel geschrieben. Und am Ende hat er den Zettel vollständig sich angelesen und hat gesagt, junger Mann, ich bin ganz ehrlich zu Ihnen, ich habe seit 40 Jahren Praxis, vergessen Sie es, Sie haben gar keine Chance. Das hier, was Sie auf der Liste hier stehen haben, das ist 0,0 tauglich im Markt. Sie werden damit scheitern, Sie werden kein Glück haben, kein Erfolg. Versuchen Sie irgendwas anderes. Der Trainerjob ist nicht für jedermann. Und ich weiß, ich bin wie ein begossener Pudel, habe mich dann auf mein Fahrrad wieder zurückgesetzt und bin langsam wieder zurückgefahren Richtung meine Unterkunft. Aber weißt du, das Universum lässt dich nie allein, weil auf dem Hinweg, ich war schon spät dran, habe ich auf dem Weg zur Industrie- und Handelskammer zum ersten Mal diese Siedlung, ja, diesen 1 Kilometer von meiner Wohnung damals, die ich auch zufällig, die es keine gibt, bekam, ja, die hätte ich eigentlich gar nicht bekommen sollen. Aber das Universum hilft ja immer. Und dann hatte ich auf dem Hinweg gesehen, da war an einem Gebäude, an dem ich vorbeifuhr, stand irgendwas mit Seminare und Trainings. Und dann habe ich mir gedacht, oh, cool. Gibt scheinbar neben IHK noch was anderes, wo ich jemand fragen könnte. Und war so emotional down, als ich zurückfuhr auf dem Fahrrad, dass ich dachte so, ey, also da gehe ich ganz sicher nicht rein, nicht mit dieser emotionalen Einstellung und diesem Gefühl in mir. Und gleichzeitig aber spürte ich diese innere Stimme in mir, die ganze Zeit sagte so, nein, tu es, das war ein Zeichen. Und da habe ich mein Fahrrad geparkt und bin in dieses Gebäude dann reingelaufen, 3. Etage, ganz, ganz oben. Und hatte Glück, da waren 2 Trainer ganz, ganz oben. Und
einer davon saß die ganze Zeit am Computer und hat mich quasi ignoriert. Und der andere war sehr gesprächig, ein sehr geselliger Typ. Und habe ich kam ich rein in den Raum rein und wirklich, kein Scherz, ich habe die beiden angeguckt. Ich habe nur gefragt, Entschuldigung, hier gibt es irgendwas mit Seminaren, Trainings. Dann sagst du, ja, ganz genau. Und dann sagst du, sind Sie zufällig Trainer? Und beide Männer sagten so, ja, genau, wie können wir Ihnen helfen? Und ich hab die beiden angeguckt. Das waren wie Götter für mich. Ja? Ich habe sie angeguckt, als wären das Aliens. Und ich habe, Sie sind Trainer? Ja, also mein Herz hat angefangen zu pochen. Ich habe mir gedacht, oh mein Gott, das ist es. Und ich habe all die Fragen, die ich niemand fragen konnte, gab es ja kein ChatGPT oder ähnliches vor 10 Jahren, habe angefangen, den Gesprächigen zu löchern. Und dann verging 10, 20, 30, 40 Minuten. Ich habe den gelöchert, ich habe alles gefragt. Ja, was gibt es denn für Themen? Was ist besonders gefragt? Was ist besonders wichtig? Was verdient denn ein Trainer? Ja, also wenn du so möchtest, das Universum hat mir eine Fügung, eine Führung geschickt in Form von diesem einen Mann. Ich habe ihn nie wieder gesehen seitdem, aber wenn er wüsste, was er damals bewirkt hat und was ich heute für einen Einfluss habe in diesem Persönlichkeitsentwicklungsmarkt. Und wenn er dort an diesem Tag, in diesen 40 Minuten mir nicht schenkt, dann gehe ich wahrscheinlich nach Hause und bin tief, tief betröppelt, unglücklich, traurig und habe vielleicht meinen Traum aufgegeben, einfach nur, weil ein Mensch, der 40 Jahre lang in diesem Markt Erfahrung hat und ich nur einen Zettel mit 7 Ideen hatte, einfach niederschmetternd vernichtet hat. Verstehst du? Und nicht ohne Grund sagte der verstorbene Robin Williams, egal was man ihnen erzählt, Ideen und Träume können die Welt verändern. Und das heißt, wenn du eine Idee hast, wenn du das Gefühl hast, in dir ist etwas, was geboren werden möchte, aber du hast bis jetzt noch nicht den Zeitpunkt gefunden, noch nicht den Augenblick gefunden, wo du das Gefühl gehabt hattest, das ist es, dann ist vielleicht jetzt die nächsten paar Minuten, die vielleicht wichtigsten Minuten deiner letzten 10 Jahre. Da würde ich jetzt ganz genau aufpassen. Und long story short, irgendwann fragte ich dann einen der beiden Trainer, glauben Sie, es gäbe irgendwie eine Möglichkeit hier und ich würde auch kostenlos Boden putzen und nur Kaffee für Sie machen, irgendwie kostenlos für Sie zu arbeiten. Und dann hat der junge Mann zu mir gesagt, ich finde Sie persönlich sehr angenehm, aber wir stellen niemand ein, wir brauchen aktuell niemand. Und ich war schon so, ah ja, klar, verstehe ich. Mhm. Und als ich mich dann wegdrehte, ja, dann sagte dieser Engel in Menschengestalt zu mir, aber junger Mann, Sie haben mir doch was erzählt, dass Sie irgendwie mit Sprachen sich ein bisschen auskennen. Hier eine Etage tiefer, da gibt es eine internationale Organisation. Und wenn Sie runtergehen möchten, da bin ich mir sicher, dass Sie mit Ihren Sprachkenntnissen dort etwas machen können, weil dort sind auch immer wieder Dozenten und Trainer. Und ich so, ah, wirklich? Hab wieder strahlende Augen gehabt, bin eine Etage runtergegangen und bin dann bei dieser internationalen Organisation gelandet, ja, wo diese chilenische Chefin dann im Büro saß und sagt, hallo, junger Mann, was kann ich für Sie tun? Und dann sagte ich, ja, Sie haben ja unterschiedliche Themen, die Sie hier anbieten, richtig? Und dann sagt sie, ja, ganz genau, was können Sie denn? Habe ich gesagt, ja, ich habe hier geprimed durch diesen Mann, der mich niedergeschmettert hat, habe ich gedacht, ich muss irgendwie was Glaubwürdiges sagen. Da habe ich gesagt, ich habe Gedächtnistraining oder Zeitmanagement kann ich anbieten. Da guckt sie mich an und sagt, Gedächtnistraining, das ist gut, das haben wir noch nicht im Programm. Und da hat sie gesagt, schreiben Sie mal Ihre Telefonnummer, Ihre E-Mail und wenn irgendwas ist, dann melden wir uns bei Ihnen. Und ich so, ah ja, wirklich? Ja, danke schön. Und bin dann gegangen. Das Faszinierende ist, dass diese Organisation kein Schild am Gebäude außerhalb platziert hatte. Das heißt, ich wäre dort niemals gelandet, wenn das Universum mich nicht so geführt hätte. Ja, also die da oben, die haben echt einen Plan für dich. Wenn du gerade niederschmetternd bist, wenn dir gerade nicht gut geht, hab Vertrauen, die da oben, die haben einen Plan. Deine Geistführer wissen ganz genau, wohin deine aktuelle Reise geht. Und dann irgendwann bekam ich dann tatsächlich, es verging eine Woche. Ich war gerade zum Hartz-IV-Amt angekommen, ja, wieder dieser monatliche Termin. Habe gerade soeben einen Zettel in diesem Hartz-IV-Büro gezogen. Und habe mich schon unter diesen ganzen Glücklosen, die alle zu Boden starten, mit einer finsteren Miene und mit einem Smartphone in der Hand hingesetzt. Und in dem Moment klingelt mein Handy. Ich gehe da dran und da ist diese chilenische Chefin und sagt, guten Tag, Herr Mankiewicz. Ich habe mir was überlegt, da ist ein Dozent nächste Woche ausgefallen. Und ich habe mir überlegt, Sie könnten doch Gedächtnistraining unterrichten. Und das war gerade Donnerstag. Und dann sagt sie, könnten Sie mal schauen, ob bei Ihnen im Kalender noch der Dienstag frei ist. Muss man vorstellen, ich sitze gerade am Hartz-IV-Amt. Mir ist emotional niederschmetternd. Ich fürchte mich jetzt schon vor dem Gespräch im Hartz-IV.
und da fragt mich gerade jemand, ob ich Gedächtnistraining unterrichten kann. Und zu meinem Glück hatte ich in meinem Studium, meinem BWL-Studium, einen Ausbildereignungsschein gemacht. Ich wusste gar nicht, wofür das ist. Ein Kumpel hat es von mir gemacht. Da habe ich mir gedacht, okay, mache ich mal mit. Und weil ich den im Studium nebenbei irgendwie erworben hatte, durfte ich dort unterrichten. Und dann sagt sie zu mir, nächste Woche Dienstag, das war gerade Donnerstag, und ich sitze im Hartz-IV-Amt, habe nichts zu tun. Ja, sie weiß bis heute nicht, dass ich da noch nicht viele Seminare gegeben habe. Und dann sagte ich, ich bin gerade unterwegs, dürfte ich Sie so in einer Stunde zurückrufen, um zu gucken, ob ich dann Platz, Zeit habe im Kalender. Ich wusste, der ist leer. Ich wusste, der ist nichts, nicht ein Termin. Und innerlich, dann habe ich kurz aufgehört und gesagt, ja klar, in einer Stunde passt. Und dann sitze ich in diesem Hartz-IV-Amt und mein Herz fängt an zu schlagen wie verrückt. Ich denke mir, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, kann ich das überhaupt? Ja, und ich habe gefragt, wie lange soll ich unterrichten? Dann sagt sie, nicht lange, 6, 7 Stunden. Und ich denke mir so, oh, verdammt, bis jetzt habe ich vielleicht so kleine Workshops gegeben, das waren vielleicht 2 Stunden an der Uni, 2,5. Jetzt soll ich 6 Stunden Gedächtnistraining unterrichten. Habe aber ein paar Wochen zuvor angefangen, Seminare zu konzipieren, indem ich einfach diverse Bücher las und alles zusammenstellte und gab mir immer eine Woche Projektwochen und habe alles, was ich von allen Quellen jemals gelernt habe, in diesen 7 Wochen alles zusammengeschmissen, PowerPoint-Präsentation gemacht und angefangen, mein Wissen runterzubrechen und damit Folien zu gestalten für ein Seminar oder ähnliches, obwohl ich im Hartz IV da war in dem Moment. Und dann kam ich nach Hause, habe mir angeguckt, was ich da habe, habe keine Ahnung, habe ich Content für 2 Stunden, für 3 oder 4, bin ich überhaupt gut genug oder ähnliches und habe aber gespürt, meine Seele sagt, das ist es. Das ist es. Macht mich immer noch sehr emotional. Und habe sie dann zurückgerufen, habe gesagt, ja, tragen Sie mich ein, ich bin dabei. Und dann begannen wahrscheinlich die längsten 4 Tage meines Lebens. Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Ich wusste, ich habe 4 Tage und ich habe gewusst, wenn ich jeden Tag 16 Stunden reinklotze, dann werde ich schon irgendwie genug Inhalte zusammen bekommen. Und dann am Dienstag, 8.30 Uhr, 9 Uhr ist Beginn des Seminars, kurz vor 9, Viertel vor 9, komme ich dann in den Seminarraum rein. Und was die meisten aber nicht wissen, das ist eine wahre Geschichte, morgens, bevor ich zu diesem Seminar gefahren bin, habe ich ein DIN A4-Blatt Papier geschnappt und habe in Querformat auf dieses Blatt Papier geschrieben, 13. August 2013, den Tag werde ich nie vergessen, Beginn einer großen Trainerkarriere. Und das habe ich damals gemacht, als ich im Hartz IV war. Und jedes Jahr am 13. August ist für mich so ein emotionaler, besonderer Tag, weil ich reflektiere, wie gesegnet, wie sehr ich geführt oder geliebt wurde. Ja, wie sehr es von da oben geholfen wird, wenn du dich wirklich mit diesem Feld verbindest, Feld der Möglichkeiten, das Quantenfeld, und wirklich all in gehst, deiner Seelenaufgabe zum ersten Mal wirklich begegnen möchtest, damit das ganze Universum dir die Türen aufmachen. Es ist wahnsinnig viel möglich. Und dann begann ich dort in dieser Organisation und gab es 40 Dozenten und ich habe mich so hingekniet, ich habe mich so viel und habe ständig Bestnoten bekommen und war einer der beliebtesten und bestbewertetsten Dozenten, die dort unterrichten durften. Das waren Akademiker aus dem Ausland, die nach Deutschland kamen und entsprechend Weiterbildung gebraucht haben, um in Deutschland auch arbeiten zu dürfen. Und da durfte ich alles trainieren, Gedächtnistraining, Zeitmanagement, Stressmanagement, Körpersprache und. Und damals begann diese Reise und dann irgendwann entdeckte ich ein winzig kleines Unternehmen namens Gedankentanken. Das kannte kein Schwein damals. Das hatte damals 2 Mitarbeiter gehabt und fuhr irgendwann mal in der Kölner Innencity in die Stadt und auf dem Rückweg nahm ich einfach eine andere Route. Und dann sehe ich irgendwie im Keller, da war Günther, der innere Schweinehund. Vielleicht kennst du die Bücher. Da war einfach dieses Plakat und ich habe gedacht, das ist unterhaltsam. Was ist das? Bin da hingegangen. Wieder die nächste Fügung von oben und habe gesehen, da stand irgendwas mit Infotainment, Seminare, Trainings und habe dann mich beworben und dann kam nichts und dann verging eine Zeit lang und dann plötzlich hat sich jemand von denen gemeldet und dann plötzlich durfte ich bei Gedankentanken für Dr. Stefan Friedrich, das war der Gründer von Gedankentanken, heute heißt das Unternehmen Greater, und haben Barack Obama, Tony Robbins nach Deutschland geholt, also absolute Weltstars plus die ganzen Elite Deutschland, Österreich, Schweiz, und durfte dort damals Top-Experten weiterbilden, also angehende Trainer, Speaker, Coaches ausbilden und durfte eine Ausbildung
für Trainer, für Speaker, für Coaches zusammenstellen mit top, top führenden Dozenten. Ja, das heißt, ich habe die ganzen Dozenten erfragt und habe gefragt, habt ihr Zeit, habt ihr Lust? Und dann wollte ich selber von diesen Menschen lernen. Und das Seminar habe ich quasi geleitet, habe auch selbst meine Themen geteilt, die ich vorher autodidaktisch antrainiert gelernt hatte. Und habe gleichzeitig am meisten geschrieben in diesen Veranstaltungen, in diesen Live-Events, die ich dann mit Gedankentanken damals veranstaltet hatte, von diesen führenden Top-Experten, die dort waren. Laura Seiler, Tobias Beck, Martin Limberg, Dirk Kräuter. Also da waren ganz, ganz viele große. Oliver Geiselhardt, Stars der Szene. Und habe am meisten geschrieben, obwohl ich der Leiter dieser Ausbildung war, verstehst du? Und habe Führungskräfte trainiert und gleichzeitig anderen Menschen gezeigt, wie sie Trainer, Speaker, Coach werden und habe gleichzeitig von anderen Topstars, die ich engagiert habe für Gedankentanken, am meisten gelernt, geschrieben, wie verrückt. So, und da begann damals die Reise und heute ist es so, dass knapp 10 Jahre später ich selbst meine zweite Ausbildung mittlerweile weitergebe, habe über 40 verschiedene Seminare, mittlerweile wahrscheinlich 50 verschiedene Seminare gegeben habe, habe ein Spiegel-Bestseller Platz 1 Buch, was in den letzten 2,5 Jahren das meistverkaufteste spirituelle Buch ist, noch vor Eckhart Tolle, vor Dr. Joe Dispenza, ja, vor Deepak Chopra, Byron Katie, also Weltstars in Deutschland, Österreich, Schweiz, ist Soulmaster das meistverkaufteste Buch. Seit 2,5 Jahren stand 6 Monate ununterbrochen Spiegel-Bestseller Platz 1. Wir haben eine Community mittlerweile mit 1 Million Menschen. Freunde, ein großes Dank an euch. Wir haben einen Podcast, der mittlerweile manchmal Top 3, sehr, sehr oft Top 1 im gesamten Persönlichkeitsentwicklung-Markt, die Köpfe der Genies, unser Podcast. Und all das wäre nie, nie, nie möglich gewesen, wenn dieser eine Mann mir in diesem einen Augenblick eine Perspektive aufgezeigt hat, die ich schon fast für unmöglich hielt, Trainer, Speaker, Coach zu werden. Und ich weiß nicht, wo du aktuell jetzt in deinem Leben stehst. Ich weiß nicht, was du aktuell erlebst, aber ich weiß, ich hatte damals nichts, außer nur sehr, sehr viel Energie, sehr, sehr viel Herzblut und einen Zettel in der Hand. Und heute sind wir eine der einflussreichsten Marken im gesamten Markt. Es gibt 3 große Einrichtungen oder 3 große Organisationen in diesem Markt, die alle kennen. Entrepreneur University, Greater und Unity. Bei allen diesen Menschen darf ich seit Jahren ständig auf deren Stages stehen. Ja, dieses Jahr bei Greater vor 11.000 Menschen, nächstes Jahr bei Greater wieder vor 15.000 Menschen. Letztes Jahr bei Unity vor, ich glaube, 10.000 Menschen, nächstes Jahr wollen sie noch mehr, dieses Jahr wieder über 10.000 Menschen. Entrepreneur University und. Und all diese Erfolge wären nie, nie, nie möglich gewesen, wenn ich nicht auf meine Seelenreise gewesen wäre. Und meine Frage an dich ist, wo stehst du aktuell im Leben? Wie sehr liebst du aktuell das, was du tagtäglich tust? Ich glaube, die meisten Menschen schauen von morgens bis abends irgendwelchen Schwachsinn, Shopping, Unterhaltung, irgendwelche Serien, nicht weil die so spannend sind, sondern weil das eigene Leben so langweilig ist. Und ich wusste damals nur ganz genau, dass ich sehr viel Energie hatte, aber ich hatte keine Ahnung, wer ich bin. Ich hatte keine Ahnung, wie ich das, was in mir ist, vollständig in diese Welt bringe. Und heute, 10 Jahre später, habe ich so viele praktische Erfahrungen gesucht, gesammelt. Ja, ich habe mittlerweile fast 900 Seminare weltweit besucht von führenden Top-Top-Top-Stars. Bei Gedankentanken, bei Greater, habe ich damals alle Stars erlebt, die damals für Gedankentanken Greater engagiert, um von denen selber lernen zu dürfen, weil die kosten mal einfach mal 5, 6, 7, 8.000 Euro für eine Stunde Coaching oder einen Vortrag oder ähnliches. So, und damals begann meine Reise und heute, 10 Jahre später, bin ich glücklich, finanziell frei, habe wunderschöne Menschen um mich herum im Team, eine wunderschöne, herzliche, bewusste Community, Menschen, die reflektieren und nicht nur das unreflektiert einfach sich auf die Festplatte draufknallen, was Mainstream-Medien ihnen tagtäglich erzählen. Weißt du, in den staatlichen Einrichtungen, das durfte ich lernen, da lernst du für den Staat, um ein braver, angepasster Bürger zu sein. Dort lernst du für die Sicherheit, aber erst in Persönlichkeitsentwicklung, Markt, dort lernst du für deine Freiheit. Wie es dir gelingt, in deine Größe zu kommen. Weil in der Schule lernst du Mathe, aber nicht, wie du mit Geld umgehst. In der Schule lernst du Biologie und Chemie, aber nicht, wie du gesund bleibst oder deine Gesundheit aufrechterhältst. Du lernst Deutsch, Englisch, Französisch, aber nicht, wie du wertschätzend mit anderen Menschen kommunizierst. Und einer meiner Mentoren, Mr. Brian Tracy, lebende Legende neben Tony Robbins, Brian Tracy, einer meiner Mentoren, mit dem ich persönlich gearbeitet habe,
Er sagte, 85% deines Erfolgs hängt von der Fähigkeit ab, mit deinen Mitmenschen zu kommunizieren. Brian Tracy ist der Mann, der weltweit die meisten Bücher zur Persönlichkeitsentwicklung in allen Sprachen verkauft hat, weltweit. Ja, so eine Granate. Ein Mann, der mittlerweile, ich glaube, 80 ist. Ja. Und ich hatte damals einfach nur studiert, mein Leben lang, habe Gas gegeben und habe gemerkt, in den staatlichen Einrichtungen, da wird vor allem altes Wissen gelehrt, was heute überhaupt nicht mehr anwendbar ist. Das ist Standardisierung. Ja, dort keiner fragt dich, wer bist du eigentlich, was kannst du, sondern wie wirst du eine passende Arbeitskraft für den Markt. Ja, und ich habe Abitur gemacht, ich habe studiert und dann habe ich plötzlich gemerkt, ich habe alles auf eine falsche Karte gesetzt. Ich war pleite, ich war unglücklich und ich war fremdbestimmt. Und dann habe ich mir irgendwann mal die Frage gestellt, nach wo ich im Hartz IV war, das soll ich jetzt die nächsten 40 Jahre lang machen? Und dann habe ich gespürt, nein, ganz sicher nicht. Und weißt du, die Frage, die du dir stellen kannst, ist, wie zufrieden, wie glücklich bist du aktuell in deinem Leben? Wie zufrieden bist du von 1 bis 10 im Bereich Gesundheit aktuell? Wie zufrieden bist du aktuell in deinen Beziehungen, ja, in deiner zwischenmenschlichen Kommunikation zu deinen Freunden, Bekannten, Kollegen? Wie zufrieden bist du aktuell mit deinem Beruf, mit deinem Job? Aus dem englischsprachigen Just Over Broke, gerade mal so über der Pleite. Ja, ich hatte mal ein Gespräch gehabt in einer Seminarteilnehmerin und da sagt sie, Maxim, mein Körper, sie war übergewichtig, ist nicht dolle. Ja, meine Beziehung habe ich nicht, ganz ehrlich, seit 5 Jahren Single, aber mein Job ist super. Dann sagte ich, ja, erzähl, was macht dich so glücklich? Da sagt sie, Maxim, ich habe Weihnachtsgeld, ich habe 13. Monatsgehalt und ich bin in einer unkündbaren Stellung. Mir kann nichts passieren. Sie war Beamtin. Und da habe ich gefragt, und bist du glücklich? Und in dem Moment sagte sie, von glücklich sein ist hier nicht die Rede, Maxim. Ich habe einen sicheren Job mit genug Geld. Und da habe ich mir gedacht, wow, wenn das die Seelenreise ist, dann weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist. Ja. Und es gibt zahlreiche Genies, die genauso verzweifelt waren, die genauso nicht gewusst haben, wir sind sie auf dieser Erde. Aber der einzige Unterschied zwischen all den Normalos da draußen ist, dass die Normalos irgendwann mal den Haken dran gemacht haben an ihr Leben und irgendwann gesagt haben, es passt schon. Hermann Hesse hat irgendwann gesagt, wer nicht in diese Welt zu passen scheint, ist nahe daran, sich selbst zu finden. Und ich sage oder frage dich, eines Tages wird dich die Welt fragen, wer du wirklich bist. Und wenn du diese Frage nicht beantworten kannst, dann wird dir die Welt sagen, wer du zu sein hast, was du zu tun hast, um wie viel Uhr du zu arbeiten hast, welchen Menschen du wie zu begegnen hast, weil es von dir erwartet wird. Und wenn du keine Lust hast auf ein durchschnittliches, auf ein fremdbestimmtes Leben, auf irgendwelche Tätigkeiten, die du in deinem Herzen, im Innersten nicht spürst. Ich habe im Consulting Job 1, Job 2, ich habe mein Herz komplett zugemacht und habe gesagt, glücklich sollst du hier nicht werden, Maxim. Du sollst hier arbeiten und dann hast du immer noch Freizeit, da sollst du glücklich werden. Das war der faule Kompromiss, den ich mit mir gemacht habe, weil ich zu feige war zu kündigen und bin im Nachhinein so dankbar, dass diese Entlassungen mich dazu geführt haben, in Hartz IV zu gehen. Danke, liebes Universum. Und wenn du sagst, Maxim, ich möchte ein besseres Leben, dann gibt es 6 Buchstaben, die musst du befolgen. Die 6 Buchstaben lauten Lernen. Punkt. Da Vinci sagte, das größte Genie aller Zeiten, das Lernen ist allen edlen Menschen angeboren. Dein Leben wird erst dann besser, wenn du besser wirst. Ja, klage nicht über Probleme in deinem Leben, sondern trainiere deine Fähigkeiten. Ja, du willst mehr Möglichkeiten im Leben, dann musst du deine Fähigkeiten, dein Bizeps trainieren. Du musst besser werden. Weil eine schlechte Angewohnheit ist leicht zu erlernen. Jeder kann Netflix gucken, jeder kann Schokokuchen essen und irgendwie Blödsinn tratschen mit irgendwelchen Energievampiren, die man Freunde nennt. Ja? Eine schlechte Angewohnheit ist leicht zu erlernen, aber es ist schwer, damit langfristig zu leben. Eine gute Angewohnheit ist schwer zu erlernen, aber es ist leicht, damit langfristig zu leben. Und die Frage ist, wo bist du aktuell in deinem Leben? Hast du immer wieder neue Impulse, neue Reize, bildest du dich weiter? Wenn du sagst, Maxim, Bücher sind nichts für mich, in Ordnung. Hörbücher, YouTube-Videos, aber kein Schwachsinn, der dich nur unterhält, sondern wo du als Persönlichkeit dazu reifst, dich besser entwickelst. Online-Kurse, Seminare, Podcasts, Masterminds, Coachings. Was tust du aktuell, um in deine Größe zu kommen? Weißt du, wenn ich mir den Maxim anschaue, heute vor 20 Jahren, heute vor 15 Jahren, vor 10 Jahren, wenn der mich heute kurz sehen könnte, nur 5 Minuten, wie ich denke, wie ich fühle, wie ich rieche, wie ich die Welt wahrnehme, der heute vor 10 Jahren würde denken, hey, wow, was bin ich für eine ungereifte, unausgebildete Persönlichkeit. Ich arbeite so intensiv an mir, seit Jahren, Jahrzehnten,
wie es kaum ein anderer Mensch da draußen bereit ist zu tun. Das ist der Grund, warum wir über 40, mittlerweile 50 verschiedenen Seminaren haben. Ja, darunter sind alleine 25, glaube ich, Online-Kurse in unserer Genie-Akademie. Knapp 20 sind davon zu sehen. Einfach, weil ich nicht bereit bin, still zu stehen. Weil ich nicht bereit bin, meine Inkarnation, dieses Leben einfach wegzuschenken und einfach zu verschlafen. Ja. Und wenn du dich weiterbilden möchtest, dann gibt es in diesem Bereich Persönlichkeitsentwicklung sehr, sehr viele Optionen. Es wird geschätzt, dass wir ca. 120.000 Trainer, Speaker, Berater, Coaches haben, zumindest die, die sich so nennen. Davon verdienen tatsächlich nur knapp 300 wirklich richtig viel Geld. Ja? Und wenn du dich jetzt anfängst weiterzubilden, dann hast du unglaublich viele Möglichkeiten, weil jeder schreit dich an und sagt, kauf mich. Ja? Die Amis, die sagen, buy my shit. Kauf meinen Schwachsinn. Ja? Leute, die jetzt seit 3, 4, 5 Wochen auf dem Markt sind, plötzlich Angebote machen von 10.000, 20.000 Euro, obwohl die selber keine Erfahrung haben, kein Praxiswissen und verkaufen dir die ganze Zeit Schrott. Ja? Dann gibt es Weiterbildungsprogramme, da gibt es einen halbwegs bekannten Trainer, der sagt, komm in mein Ausbildungsprogramm, das kostet 16.000, 18.000 Euro, und dann kommst du da rein und plötzlich siehst du diesen Trainer gar nicht mehr, sondern da ist irgendein Zweittrainer, den kein Schwein kennt, und der hält die ganze Ausbildung und der Rest ist aus Konserve. Das heißt, du kriegst nur Aufzeichnungen, ja, also das, was zu 80-90% vorher, vor 3, 4, 5 Jahren irgendwann aufgenommen worden ist, kriegen die Leute dann serviert, also eigentlich ein besserer Online-Kurs, den die Leute als Ausbildung bekommen, ja. Und meistens auch oft nicht von dem Trainer geleitet, der die Ausbildung verkauft hat für die eigenen Dozenten. Ja? Und dann gibt es auch gleichzeitig Leute, die erzählen dir etwas, wie zu tun ist, aber sie haben keine Ahnung, ob das wirklich funktioniert. Weil gibt es einen Unterschied zwischen erzähltes Wissen und zwischen dem erfahrenen Wissen. Ja? Wer angelt besser? Einer, der seit 2 Wochen angelt oder seit 40 Jahren angelt? Wer fährt besser Auto? Ja, wer kocht besser? Natürlich der mit mehr praktischer Erfahrung. Von welchem Arzt würdest du dich eher operieren lassen? Einer, der dann im zweiten Monat ist oder einer seit 26 Jahren nichts anderes tut? Ja, das heißt, der es praktisch tut, der hat es in seiner Aura drin, das spürst du in den Menschen drin. Ja, natürlich gibt es auch da Blender und Schauspieler, aber einer, der praktisch erfahrenes Wissen hat, guck mal, Reinhold Messner, ja, so viele Berge bestiegen, das ist in der Aura drin des Menschen, weil es gelebte Praxis ist. Und es gibt aber auch junge Menschen, die schon so fleißig waren und innerhalb von kürzester Zeit sich so viel Wissen antrainiert haben. Deswegen sage ich immer, Weisheit ist keine Frage des Alters, sondern deiner Wahrnehmung und deiner Erfahrung. Kann ein Mensch mit 30 mehr erfahren haben als einer mit 64? Ja, natürlich. Wenn der 64-Jährige sich in Easy Life gibt und der 30-Jährige schon so viele Krisen bewältigt hat und immer wieder daraus gelernt hat, immer wieder nach guten Lösungen gesucht hat. Natürlich. Ja. Und das heißt, wenn du von Menschen lernst, wenn die einzige Möglichkeit in diesem Markt oder in deinem Leben, gesundheitlichen, beruflichen, in Beziehungen voranzukommen, lernen ist, dann ist die einzige Frage, nicht, ob du bereit bist zu lernen, sondern von wem. Und wenn ich mir angucke, was da alles in diesem Markt verkauft wird, dann denke ich mir, wow, wow, wow. Ich bin fast schon dankbar darüber, dass die letzten Jahre relativ aufgebläht worden sind, weil wir stehen gerade vor kritischen Zeiten, ja, die haben schon angefangen, wo sehr, sehr viele weggeblasen, weggespült werden von diesem Markt, weil der Markt ist einfach überbläht, ja. Der ist so aufgebläht, dass da Menschen da unseriöse Angebote machen. Und natürlich werden sie dann von Mainstream-Medien dann verrufen und niedergemetzelt, einfach weil es Angebote gibt, wo Menschen für 1, 2 Tage-Seminare einfach 10.000 Euro verlangen und die sind selbst noch nicht mal ein Jahr im Markt. Die haben null Praxis, sondern die haben einfach gelernt, wie man gut verkauft. Ja, nicht ohne Grund heißt es, gute Zeiten bringen schwache Menschen. Schwache Menschen bringen schlechte Zeiten. Schlechte Zeiten bringen oder erfordern starke Menschen und starke Menschen bringen wiederum gute Zeiten. Das ist ein Kreislauf. Und das heißt, der Markt bereinigt sich, ja, also viele Luftpumpen, wie ich sie liebevoll nenne, verschwinden immer mehr vom Markt oder die Menschen sind nicht mehr bereit, das Geld dort auszugeben. Und das heißt, wenn du lernst, dann meine tiefste, größte Empfehlung, und das ist etwas, was ich von Anfang an richtig gemacht habe, im Nachhinein, weil ich habe, auch wenn ich noch gar kein Geld hatte im Hartz IV, ich habe mir die besten Experten weltweit
recherchiert, gesucht. Ich habe mir die Frage gestellt, wer ist die Quelle von der Quelle? Ja? Von wem lernt Tony Robbins? Und zu diesen Menschen habe ich dann deren Bücher zu Beginn gelesen, weil im Hartz IV kannst du dir nicht viel leisten. Dann habe ich angefangen, mein erstes selbstständiges Geld zu verdienen, habe das alles investiert in Seminare, dann später in Coachings, ja, und irgendwann dann die teuersten Masterminds, wo dann Leute sitzen, deren Namen ich nicht einmal nennen darf, mit denen ich da am Tisch sitze und einfach wie 1:1 Ideen diskutieren mit Menschen, die seit 40, 50 Jahren internationale Stars sind. Verstehst du? Und millionenfach Bücher verkauft haben. Mit denen darf ich dann am Tisch sitzen und von denen 1:1 lernen. Mit denen ihnen die Fragen stellen. Ja, früher konnte ich mir nicht mal gebraucht Bücher von denen leisten im Hartz IV. Jetzt sitze ich mit diesen Persönlichkeiten am Tisch, habe sie bei uns im Podcast eingeladen, über 600 Folgen, die Köpfe der Genies und. So, was hat das Ganze mit dir zu tun? Wenn du heute anfängst zu lernen, weil du verstanden hast, dass wenn du im Leben vorankommen möchtest, dann geht es nur, wenn du besser wirst. Dein Leben wird erst dann besser, wenn du besser wirst. Dann hast du sehr viele Optionen. Und macht es einen Unterschied, ob du bei jemand lernst, der in der 4. Liga spielt, in der 2. Liga oder jemand, der in der Champions League spielt. Und was bedeutet Champions League? Das ist jemand, der bekannt ist, der Qualität hat und der über Jahre lang immer wieder nachgewiesen hat, dass er das nicht nur Eintagsfliege kann, sondern über 3, 5, 10, 20 Jahre lang konstant Performance oben erzielt hat, gebucht wird, erfolgreich ist, gefragt ist. Das ist ein Experte. So. Und es gibt gleichzeitig Untersuchungen für all die Menschen, die sich die Frage gestellt haben, was macht uns denn langfristig wirklich glücklich? Ja. Und Ergebnis daraus war, Nummer 1, Kreativität. Wenn du jeden Tag das Gleiche tust, denk mal an die miesesten Jobs, die du in deinem Leben gemacht hast, dann wirst du irgendwann abschalten, ja zum Beispiel Fließbandtätigkeit oder ähnliches. Es gibt Studien und Untersuchungen, die besagten, dass im Zweiten Weltkrieg die Häftlinge am meisten überlebten in KZ, die sich beschäftigt hatten, die Kreativität selbst im Konzentrationslager versuchten auszuüben, ja, ihren Geist irgendwie benutzten. Ja. Also diese spielerische Abwechslung, Stimulanz, Kreativität. Nummer 2, was Menschen langfristig glücklich macht, Langzeitstudie von der Harvard University, mittlerweile über 80 Jahre alt. 80 Jahre lang wurden Menschen Langzeitstudie, ne, die längste Studie aller Zeiten, untersucht, was macht uns langfristig wirklich glücklich. Ergebnis in einem Satz, gute Beziehungen machen uns glücklich. Punkt. Das heißt, zwischenmenschliche, gute Kommunikation, dein Partner, deine Familie, deine Freunde, das ist wirklich, was dauerhaft uns länger leben lässt, unsere Gesundheit fördert und uns gleichzeitig innerlich von innen heraus glücklich macht. Ja, bewusster Umgang mit guten Menschen macht uns glücklich. Und Nummer 3, was die meisten Menschen wollen, ist frei zu sein. Selbst entscheiden zu wollen, was tue ich nicht. Und Freiheit definiere ich mit innerer Freiheit und äußerer Freiheit. Beispiel, mal angenommen, jemand sagt zu dir auf der Straße, du siehst heute aber voll fertig aus, also hab dich selten so ungepflegt und unattraktiv gesehen. Wenn du da jetzt an den Haken gehst, der ausgeworfen worden ist, und emotional leidest oder irgendwie denkst, oh Gott, ja, was ist mit mir los? Dann bist du innerlich nicht frei. Einverstanden? Wenn du in einem Konflikt bist mit einem Arbeitskollegen, in deiner Beziehung und irgendwas dich triggert und du das an den Haken wieder dran gehst, bist du emotional nicht frei. Und Freiheit bedeutet nicht nur innere Freiheit, sondern auch äußere Freiheit. Und äußere Freiheit bedeutet einfach nur, dass du genug Geld hast, um dir alles leisten zu können. Und wenn wir diese 3 Punkte, Kreativität, zwischenmenschliche gute Beziehungen und Freiheit nehmen und das Ganze übertragen auf den Markt Coaching, Training, Speaking, dann ist das der heilige Gral, wie du dauerhaft glücklich wirst. Weil erstens, du hast ständige Kreativitätsstimulanz. Ja? Also ich liebe meinen Job, weil ich konstant immer wieder neue Inhalte lernen darf. Ja? Ich habe ständig neue Menschen, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, ob im Seminar, im Training oder im Coaching. Ja, wobei du kannst mich heute nicht mehr fürs Coaching buchen, da fehlt mir einfach die Zeit. Also ich coache niemanden mehr 1:1, aber ich habe die besten Tools dafür, weil ich es jahrelang gemacht habe und von den führenden Top-Experten da draußen weltweit gelernt habe. Gute Beziehungen aufbauen mit deinen Mitmenschen und sie in ihre Größe zu führen. Ja, das ist das größte Glück, was es gibt, zu sehen, wie Menschen, die vorher komplett verzweifelt sind, in ihre Größe kommen und du dafür noch bezahlt wirst. Und Freiheit, innere Freiheit, du lernst im Coaching an deinen Themen zu arbeiten, an deinen Blockaden, an deinem Schatten, das, was
die ganze Zeit unterdrückst, das, was dich boykottiert, deine alten unbewussten Glaubenssätze, destruktive Muster, warum du etwas im Leben nicht schaffst, ja, ob abzunehmen, mehr Geld zu verdienen, bessere Beziehungen zu haben, bessere Menschen, Umfeld um dich herum aufzubauen. All diese Dinge findest du im Coaching als Lösung. Ich hatte einen Zukunftsforscher im Podcast und der sagte, der hat das größte Zukunftsinstitut in Europa. Der sagte, Maxim, in der Zukunft wird jeder Mensch einen Coach haben. Warum sagt er das? Er sagt, KI sorgt jetzt schon dafür, dass reihenweise Jobs weltweit gekündigt werden und in diversen, die ganzen Chips, die gerade gebaut werden, werden allein in den nächsten 5 bis 10 Jahren sich vervierfachen. Viermal so viele Chips in allen Geräten, Kühlschränken, Waschmaschinen. Das heißt, es braucht was immer weniger menschliches Dasein. Ja? Das heißt, Konsequenz, dass durch die KI jetzt gerade sehr, sehr viel auf dem Vormarsch ist, dass jetzt schon allein im Jahr 2024 Massen, Fluten an Entlassungen, an Umstrukturierungen, Stellenabbauen stattfinden. Glaubst du nicht? Ein paar Zahlen. Volkswagen hat bereits 2000 Arbeitsplätze abgebaut im Jahr 2024 und plant das für die nächsten Jahre weiterhin zu tun. Rolls-Royce, 2500 gestrichene Stellen. Das Unternehmen Stellantis ist Mutterkonzern von Fiat, Peugeot und Chrysler. Diese drei Automarken gehören Stellantis. Hat weltweit in diesem Jahr 6400 Stellen abgebaut. General Motors, 1300 Stellen. Intel, neueste Meldung. Und Intel ist in der KI-Branche, ist in der IT-Branche. Hat jetzt 15.000 bis 20.000 Entlassungen angekündigt, weltweit. Dell, 26.000 Arbeitsplätze werden gestrichen oder sind bereits gestrichen. Ja, das sind 20% der Belegschaft. Das Unternehmen Nokia, 14.000 Stellen. Tesla, fahren viele Menschen, 15.000 Stellen. Ja. Die Deutsche Bahn, halte ich fest, hat bereits und will vor allem in den nächsten 5 Jahren 30.000 Arbeitsplätze wegradieren. Killt die. Okay, und das Top-Unternehmen, einer der modernsten Top-Arbeitgeber weltweit, ich war selbst vor Ort in Silicon Valley, Google, plant bereits 30.000 Stellen abzubauen. Und jetzt pass auf. Google ist ein KI-Unternehmen und hat angefangen, 30.000 Stellen abzubauen. Bei wem jetzt die Glocken nicht ganz laut läuten, dem ist nicht mehr zu helfen. Ja, alles bekommt demnächst einen Chip. Und weißt du, wenn du dir die besten Sportler, die besten Musiker, Schauspieler dort anschaust, dann zeichnet sie aus, dass sie alle antizipieren. Ein Lionel Messi geht nicht erst zu einem Platz, bevor er den und wartet dort auf den Ball, sondern er geht schon bereits dorthin, wo der Ball demnächst sein wird. Das heißt, er ist schlauer, der ist den meisten einen Schritt voran, damit er diesen Vorsprung hat. Das heißt, Antizipation, das Schätzen bezüglich dessen, was in den nächsten 1, 2, 3, 5 Jahren passieren wird, global, ist bei denjenigen, die erfolgreich sind, immer besonders stark ausgeprägt, weil sie genau wissen, wohin steuern wir, was muss ich jetzt schon tun. Ja, ich kenne sehr erfolgreiche Menschen, die kaufen dann Silber und Gold, noch bevor all die anderen einsteigen. Und dann 2 Monate später ist Silber-Goldpreis schon um 23-26% gestiegen. Das ist das Richtige tun, bevor es die anderen tun. Ja, Warren Buffett sagte, was die Dummen am Ende machen, machen die Klugen am Anfang. So. Und das heißt, die Frage in deinem aktuellen Leben, wo stehst du jetzt im Leben? Lernst du bereits? Und wenn ja, von wem? Weil wenn du jetzt anfängst, nicht von denen zu lernen, sagte ich vorhin, die in der 4. Liga, die in der 2. Liga, sondern in der Champions League spielen, dann wirst du nach einem Jahr dich genauso weiterentwickelt haben. Nur nicht ein bisschen, sondern du gehst komplett in deine absolute Größe, weil du von den Allerbesten gelernt hast. Und wenn du von den Allerbesten lernst, dann hast du den großen Vorteil, dass sie die ganzen Fehler für dich zuvor gemacht haben. Nummer 1, du musst die ganzen Fehler nicht mehr machen. Und Nummer 2, sie sind den Weg praktisch gegangen und sind an der Spitze. Man kriegt Weltklasse nicht geschenkt. In diesem Markt Persönlichkeitsentwicklung kriegst du nichts geschenkt. Ich sagte, es gibt 120.000 Trainer, Speaker, Coaches und nur knapp 300 davon verdienen überdurchschnittlich gutes Geld. Ja, bis zu 50-60-fache verdienen die Top 20% im Vergleich zu dem Rest. Die Frage ist, warum? Weil diese Top 20 schlauer sind, klüger sind, die besseren Strategien, die besseren Tools, die besseren Dinge umgesetzt haben, verstanden haben und praktisch vor allem angewendet haben. Ja, Versuch und Irrtum vorher alles ausprobiert, wahrscheinlich selbst von den Besten gelernt und dann in die Umsetzung gebracht. Das heißt, der Grund, warum du
wenn du von absoluten Top-Playern im Markt lernst, von absoluten Stars der Szene, dass die Wahrscheinlichkeit so viel größer ist, dass du selbst erfolgreich wirst, weil die haben es bereits praktisch nachgewiesen. Die sind den Weg praktisch für dich gegangen. Und das heißt, übertragen auf dein aktuelles Leben, möchte ich dir ein paar Impulse geben, wie unsere Ausbildung aufgebaut. Und genau dafür lade ich dich jetzt ein, mit mir einen kleinen Switch zu machen. Das ist die Soul Mastermind Ausbildung. Und falls du dich die Frage gestellt hast, Maxim, was ist an dieser Ausbildung so besonders? Es ist bereits die zweite Runde. Ja, letztes Jahr haben wir die erste Runde durchgeführt mit knapp 300 Teilnehmern. Und letztes Jahr habe ich zu den Menschen erzählt, ich war bei dem Unternehmen Gedankentanken Greater, was ich zu Beginn erzählt habe, und war dort über 3 Jahre und habe all die Top-Experten, die ganzen Dozenten, von denen ich selber lernen wollte, habe sie alle zu Gedankentanken, heute heißen die Greater, eingeladen, um von ihnen lernen zu dürfen, und saß selbst in der ersten Reihe, obwohl ich eigentlich der Leiter der Ausbildung war und selber über 18 verschiedene Seminartage dort gehalten habe, habe ich am meisten lernen wollen von den Topstars und habe sie alle geschafft, irgendwie für Gedankentanken Greater zu rekrutieren, und fast alle haben Ja gesagt. Und letztes Jahr habe ich zu den Leuten genau die gleiche Grafik gezeigt. Und dann habe ich gesagt, all das, was ich in 3,5 Jahren Gedankentanken gelernt habe, also Greater, die ganzen Stars der Szene, Top-Speaker, Top-Trainer, Top-Coaches, Leute, die zwischen 5.000 und 25.000 Euro die Stunde nehmen, all dieses Wissen, 3,5 Jahre, wie wirst du Trainer, Speaker, Coach und wie baust du damit massiv, innerhalb der kürzesten Zeit, massive Erfolge durch Social Media, Podcasts, Bücher, Bekanntheit, Umsätze, Reichweite, wie wirst du richtig gut? Das habe ich letztes Jahr an die Teilnehmer der Soul Mastermind Ausbildung 1 alles gelehrt. Dieses Jahr, Freunde, haben wir gesagt, wir setzen noch einen drauf, und dann habe ich mir gesagt, warum sollte ich das Ganze nochmal lehren, was ich damals gelernt habe bei Gedankentanken Greater, wenn ich die ganzen Stars der Szene, mit denen ich heute befreundet bin, ja, Menschen, deren Videos ich früher geschaut habe, jetzt mit denen befreundet bin, direkt zu uns in die Ausbildung einladen kann für dich, damit du von ihnen live lernen kannst, im Zoom-Call persönlich, und am Ende sogar deine eigenen persönlichen Fragen stellen kannst. Weil A, entwickeln wir uns weiter, ja, auch diese Experten sind heute weiter, als sie vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, vor 3 Jahren, vor einem Monat sind. Die wachsen ja die ganze Zeit mit dem Markt mit. Die haben starke, große Teams und wissen genau, was ist gerade gefragt. Was müssen wir jetzt schon tun? Die antizipieren bereits jetzt schon, was in 2 Jahren kommt. Und diese Stars sind absolute Granaten. Und ich habe dir einfach mal ein paar mitgebracht. Koryphäen, Stars der Szene, Top-Experten, die ihren Job entweder herausragend machen oder seit Jahrzehnten beherrschen. Und einfach mal ein paar Namen für dich, um ein Gefühl zu bekommen, wer dich erwartet. René Bourbonus, Freunde. Das ist, würde ich sagen, der glaubwürdigste Speaker, also Redner im gesamten Markt. Wenn René Bourbonus spricht, da ist sehr viel Demut, da ist Weisheit, da ist Respekt da. Seine Videos sind millionenfach angeklickt, angeschaut worden auf YouTube. Ich kenne kaum einen Speaker, der so glaubwürdig im Markt ist und ständig von Unternehmen gebucht wird und eine so angenehme, bescheidene Art und Weise hat, der auf den Punkt spricht, dem die Menschen an den Lippen kleben. Das ist einer der bekanntesten, erfolgreichsten Trainer, Redner im ganzen Markt. Ja, und der bringt dir bei, wie du Seminare so konzipierst oder Vorträge so hältst, dass die Menschen an deinen Lippen kleben. Ja, und jeder einzelne Pause von dir, ein Saal mit 10.000 Menschen, Totenstille ist, weil alle, die zuhören, Angst haben, etwas zu versäumen und den Nachbarn anrempeln und sagen, sei still, ich will hören, was der Mann sagt. Ja. Respekt im Coaching und Training und erprobte Rhetorikmethoden. Nummer 2, muss ich nicht vorstellen, Laura Malina Seiler. Ja, die Frau hat es geschafft, in den letzten 10 Jahren etwas aufzubauen, was keine Frau in unserem gesamten Markt geschafft hat. Also absolute Leaderin für Spiritualität, für Liebe, für Weisheit, für Klarheit. Und sie als Frau hat es geschafft, und das ist so beeindruckend, ihr Herz aufrecht zu halten, voller Liebe und gleichzeitig gerade als Frau in diesem Markt, wo viele Frauen sich klein machen, voranzugehen und Gas zu geben. Sie hat gesagt, klein spielen können andere Menschen. Ich bin nicht dafür inkarniert. Ich bin nicht dafür hier. Laura wird mit dir teilen, wie sie spirituell coacht, und wird auch mit dir Insights teilen bezüglich dessen, wie sie ihr Business in den letzten Jahren aufgebaut hat. Was sind die Stolpersteine? Was solltest du unbedingt meiden? Was ist das, was sie jetzt aktuell tut, und wohin entwickelt sich der Markt, was du jetzt schon tun musst,
um nicht den Moment zu verpassen, wohin wir uns jetzt schon bereits entwickeln. Ja. Tobias Beck muss ich nicht lange vorstellen. Ja. Wahrscheinlich neben dem hier, Gentleman, das sind so im männlichen Bereich, ja, wenn du Maxim Mankiewicz, auch an die größten Fans hier, vielen Dank dafür, jetzt sagen würden, Maxim, ich höre dir auch wahnsinnig gerne zu. Diese beiden, René Bourbonus und Tobias Beck, das sind diejenigen, die am meisten im ganzen Markt angeklickt, angeschaut werden, wenn sie mal ein Video rausbringen, weil die einfach verstehen, wie du so sprichst, dass die Menschen nicht aufhören können, außer dir zuzuhören. Die beiden werden dir beibringen, Rhetorik, Training, Speaking. Tobi, die besten Werkzeuge der absoluten Profispeakern. Und Tobi hat auch von absoluten Weltstars da draußen gelernt, bringt da alles mit und am Ende deine Fragen. An jeden einzelnen von denen wirst du deine Fragen stellen können, wird dann eine Q&A-Session geben, nachdem sie über 90 Minuten, 120 Minuten, je nachdem, Content geliefert haben, werden sie für deine Fragen zur Verfügung stehen. Nächster Mensch, Rüdiger Dahlke. Ich weiß nicht, wie viele Bücher dieser Mann geschrieben hat. Ist mittlerweile wahrscheinlich über 40, 50 Jahren in unserem Markt. Hat diverse Lebensbereiche abgegrast und bringt dir bei, wie Schatten funktioniert. Deine unbewussten Themen, deine Blockaden. Ja, Schattenarbeit ist gleich inneres Kind, wie sie im Unterbewusstsein sitzen und deinen Erfolg boykottieren und wie du sein Wissen anwenden kannst, um anderen Menschen Praxiswissen an die Hand zu geben im Coaching. Ja. Dr. Stefan Friedrich, der Gründer von Gedankentanken oder heute Greater. Greater ist das Unternehmen, was das größte Festival in Europa macht zur Persönlichkeitsentwicklung. Habe ich schon erzählt, auf deren Bühnen ich jetzt schon mehrmals stand, dieses Jahr vor 11.000 Menschen, nächstes Jahr vor 15.000 Menschen stehen darf, die einfach Stars der Szene schaffen, über den Teich zu bringen, ja. Ein Barack Obama vor 3-4 Jahren engagiert hatten, dass er nach Köln kommt und Vortrag hält für die, ja, für eine irrsinnige Summe an Geld. Absolute Weltstars wie Anthony Robbins nach Deutschland bringen, mehrmals hintereinander, 2-3 Mal hintereinander, innerhalb von 3 Jahren und schaffen, dass er nicht mehr nach England geht, um seine Seminare zu geben, sondern nach Deutschland kommt, seit Jahrzehnten, glaube ich, das erste Mal wieder kommt und hier seine Seminare hält. Dr. Stefan Friedrich ist einer der klügsten Menschen im gesamten Markt, wird dir alle Abkürzungen zeigen, die besten Tools der Trainer, Speaker, Coaches. Und der Mann weiß genau, welche Marken erfolgreich sind und warum. Absolute Insider-Wissen, absolute Insights. Dann erwartet dich Britta Remmel, eine der meistbelesenen, außergewöhnlichen Frauen, die ich in diesem Markt kenne. Die Frau erinnert mich sehr an mich selber, nur in weiblich, weil sie genauso in 20, 30, 40 Themen, Seminaren, Kursen gleichzeitig jongliert und einfach so ein profundes, breites Wissen hat, dass sie dir im Coaching Tools zeigen kann, die dir keiner zeigen kann. Einfach, weil sie spirituell arbeitet. Sie wird dir auch Tarot zeigen als Coaching-Tool, nicht irgendwie Hokuspokus-Tarot, sondern Tarot als praktisches Tool, was du im Coaching nutzen kannst, was sie sehr, sehr gut kann. Ja, ich habe das ausprobiert. Die Frau ist exzellent. Und die besten Praxistools, die sie weltweit gelernt hat. Also sie ist ein wandelndes Lexikon, wandelnde Bibliothek ist diese Frau mit so vielen Kursen und Inhalten, die sie weltweit gelernt hat und auf ihre bescheidene, liebevolle, demütige Art und Weise mit Leichtigkeit an die Menschen weiterbringt. Also ich habe mich so gefreut, als sie zugesagt hat, weil die Frau, da musst du nur zuhören und lernen. Ja, eine der Hidden Champions in dieser Ausbildung, vielleicht nicht ganz so bekannt wie eine Laura Seiler, aber was sie sich über Jahrzehnte an Wissen antrainiert hat, das ist ein Geschenk, dass sie bei uns dabei ist, um mit dir zusammenzuarbeiten. Birgit Fischer, die Frau muss ich auch nicht vorstellen, eine der am meist gefragtesten spirituellen Menschen, nicht Frauen, sondern Menschen im gesamten Markt. Ja, die Frau schafft es, dass ein Video, egal auf welchem Kanal sie es gerade veröffentlicht, innerhalb von 4, 5, 6 Stunden auf 100.000 Views kommt bei YouTube, ja. Also das, was sie spricht, ist so einzigartig mit ihrem Bewusstsein, mit ihren Gaben. Und genau dieses außergewöhnliche Wissen, dieses spirituelle Wissen, bringt sie leicht verständlich auf den Punkt zu dir. Intuition, Medialität, Hochsensibilität, ja, Hochbegabung, also Sensitivität, feine Energien wahrnehmen, Schwingung. Jeder Mensch hat ein Aura, jeder Mensch hat ein Feld um sich herum. Das ist, wie kannst du in diesen Feldern lesen? Was ist das Quantenfeld, die Akasha-Chronik? Wie kannst du dieses Wissen runterladen? Weil es ist bereits schon alles da. Statt also Kopie zu werden von anderen Menschen, frage dich doch, wer bist du denn auf der Seelenebene? Und genau da hilft sie dir, Birgit Fischer, eine außergewöhnliche Frau. Andrea Buchholz, die nächste Hidden Champion,
nicht ganz so bekannt im Markt, aber eine absolute Granate, über die ich mich so gefreut habe. Andrea war schon bei uns in der letzten Ausbildung das absolute Highlight. Diese Frau, ich weiß gar nicht, ob ich ihr Alter nennen darf, also ist etwas über der 7, ja, im Pass, über 70. Und diese Frau macht bereits in der 4. Inkarnation Astrologie. Wenn sie spricht, da erfährst du Dinge über einen Menschen. Es ist so, als würde derjenige nackig neben dir sitzen und du denkst, das gibt's doch gar nicht. Sie bringt dir das Wissen bei, Praxiswissen zur Astrologie, wie du das anwenden kannst im Modul Menschenkenntnis. So, das war der Coaching-Block. 8 Dozenten, 8 Experten und jetzt gibt es noch den Business-Block, wo du nicht nur lernst, wie du coachst, was zu tun ist, wie du trainierst, wie du Seminare gibst, wie du auf der Bühne stehst und Vorträge hältst. Jetzt kommt der Business-Part und der Business-Part, da geht es vor allem darum, wie wirst du gebucht? Wie kommen Menschen auf deine Events? Wie wirst du als Coach gefunden? Wie erhöhst du deine Reichweite? Wie erhöhst du deine Bekanntheit? Und pass auf, da habe ich keinen geringeren eingeladen als Weisheit, Wissen pur, Professor Dr. Lothar Seiwert. Du wirst weltweit keinen anderen Menschen finden zum Thema Zeitmanagement, der mehr Erfolg mit seinen Büchern hatten als er. Gib mal bei Amazon Zeitmanagement ein und dann wirst du nicht an Lothar Seiwert vorbeikommen. Die ersten 26 Bücher, die sind alle von ihm. Ja? Dieser Mann hat mit Vera Birkenbiel Events gemacht, der hat mit Brian Tracy Events gemacht, ist einer der wenigen, es gibt keine 3 Menschen im deutschsprachigen Raum, die es geschafft haben, in die USA zu gehen und dort zertifiziert zu werden. Ja, hat ein Wissen, mittlerweile wahrscheinlich seit 50 Jahren, absolute Praxis und weiß genau, wie internationale Stars wie Tony Robbins, Brian Tracy, Vera Birkenbiel, als sie noch lebte, es geschafft haben, zu absoluten Marken zu werden, wie du dich so positionieren musst, dass du gefunden wirst und gebucht wirst innerhalb der kürzesten Zeit. Welche Stolpersteine, Fehler du unbedingt vermeiden solltest, der hat alles erlebt in diesem Markt. Ja, also es gibt kaum einen Menschen, der über so viel Erfahrung verfügt wie Lothar, dem ich irgendwann mal vor Jahrzehnten knapp in einem Seminar da stand auf der Bühne vor ein paar tausend Menschen, wie viele andere Redner. Und dann am Ende des Vortrags bin ich dann zu ihm hingegangen und habe mit wackeligen Knien nach einem Autogramm gefragt. Und dann sagte der junge Mann, geben Sie mal her. Na, wir hatten sein Buch signiert. Ja, heute darf ich ihn Lothar nennen. Ja, also das ist einfach unfassbar und darf mit ihm einfach per WhatsApp kommunizieren, jederzeit eine Frage stellen. Er sagte, ha Maxim, schön, dass du dich meldest. Ja, also unfassbare Persönlichkeit. Zeitmanagement-Papst. Katrin Hill, eine der erfolgreichsten Online-Marketerinnen, die es in Deutschland, Österreich, Schweiz gibt. Die Frau macht Millionen Umsätze und das mit einer Leichtigkeit, ist selber eine Mama, lebt auf einem Hof mit Tieren und was ich an Katrin so schätze, hat Herz am rechten Fleck, nimmt sich selber nicht so ernst und schafft es, hochkomplexe Sachverhalte zum Thema Business, ja, wie du dein Business aufbaust und wenn es dann irgendwann läuft, hochskalierst, so dass du noch mehr Einnahmen generieren kannst, mit Leichtigkeit da ständig zu kämpfen. Wie du Produkte und Dienstleistungen launchst. Launch bedeutet, an den Start bringst, so dass die Menschen die kaufen wollen, ja, wie bei Apple, wenn ein neues Handy rauskommt, dass die davor zelten schon, manchmal Tage davor, weil sie sagen, ich will der Erste sein, der das neue Smartphone hat. Sie bringt dir bei, wie du solche Produkte, Dienstleistungen so konzipierst, dass die Menschen kaufen, noch bevor die live sind, die Produkte, die du anbietest oder deine Coachings oder deine Dienstleistungen. Nike Menzel, ja, der absolute Überflieger, den es aktuell gibt im Bereich Online-Marketing. Ich glaube, kaum eine andere Frau bewegt so sehr aktuell die Massen wie Nike. Sie hat es einfach geschafft, nachdem sie selber auch im spirituellen Coaching-Markt vorher tätig war, irgendwann mal sich die Frage gestellt, was kann ich auch noch, was kann ich richtig gut? Und sie macht Umsätze, die andere Menschen in 30 Jahren nicht erzielen, macht sie innerhalb von 10 Monaten. Und das Ganze mit einer Leichtigkeit, mit so einer Finesse, absolut auf den Punkt, messerscharf, hat sich das beste Wissen weltweit zum Thema Online-Marketing angeeignet, Social Media, und bringt es dir in der Ausbildung bei, wie du deinen Kanal Instagram nutzen kannst, alles, was sie für dich praktisch ausprobiert hat, um zu Geld zu kommen, um in deine Größe zu kommen, um aus Followern Kunden zu machen und in Sichtbarkeit zu kommen und das Ganze monetär umzusetzen. Also wenn du finanziell verdienen möchtest über Social Media, kommst du aktuell an Nike nicht vorbei. Ich habe sie gefragt, die hat gesagt, Maxim, es wäre mir eine Ehre, hier in der Ausbildung bei dir dabei zu sein. Vor allem, nachdem ich hier noch zusätzlich ein paar Namen genannt habe. Also nächster Mensch, Robin Söder, der Gründer von Entrepreneur University, der Chef persönlich.
Die Jungs schaffen das mittlerweile, Events zu machen mit 7.000, 8.000 Menschen, nächstes Jahr wahrscheinlich 10.000. Der hat alle Stars der Szene gesehen. Die schaffen es nicht nur, in diesem Markt Training, Speaking, Coachings Experten zu holen auf die Bühne, sondern Leute wie Jürgen Klopp, Dieter Bohlen auf die Bühne, Richard Branson, ja, also absolute Weltstars schaffen sie auf die Bühne zu holen nach Deutschland und haben immer ausverkaufte Halle. Die wissen ganz genau, was musst du tun, um als Personenmarke deinen Durchbruch zu erzielen. Wie funktioniert authentisches Branding? Wie funktioniert Marketing? Was ist das, was du auf keinen Fall tun darfst, um hochpreisig gebucht zu werden? Absolutes Insiderwissen auf den Punkt von einem der meist einflussreichsten Personen, neben Dr. Stefan Friedrich von Greater, im gesamten Markt. Marina Henze. Marina und ich, wir kennen uns mittlerweile seit, glaube ich, 10 Jahren. Marina hat es geschafft, absolut große Namen bekannt zu machen. Ich darf die wahrscheinlich gar nicht nennen. Ja, aber es gibt da ein paar Stars im Markt, die sind durch Marina bekannt geworden. Und irgendwann hat sich Marina die Frage gestellt, warum mache ich eigentlich die ganze Zeit nur andere bekannt? Warum mache ich nicht mein eigenes Ding? Und dann hat sie das geschafft, mit ihrer Company Feminess die größten Kongresse, Festivals für Frauen, also Feminess steht für Feminin und Business, Feminess, aufzubauen, wo die führenden Top-Expertinnen dort waren, tausende von Teilnehmerinnen, da durften nur Frauen teilnehmen, die größten Kongresse für Frauen, die in ihrer Weiblichkeit wachsen wollen und mehr Erfolg möchten, ja, Female und Business. Und Marina hat ein unfassbares Wissen, ja, wenn du Marina zuhörst, dann kann sie innerhalb von 3 Minuten 2, 3 Nuggets raushauen, die ich noch nie zuvor gehört habe. Und ich habe sehr, sehr viel gelernt in diesem Markt, also eine absolute Praktikerin in diesem Markt, hat da alles gesehen, seit 20 Jahren große Namen aufgebaut, die ich nicht nennen darf, und bringt dir jetzt bei, wie erstellst du Angebote, die Sogwirkung haben, dass die Menschen dich ausbuchen, noch bevor du das Wort zu Ende ausgesprochen hast, noch den Preis genannt hast, und wie machst du aus deinen Followern über diverse Social-Media-Kanäle echte Kunden, also wie baust du deine Community so auf, dass sie auch wirklich später kaufen wollen und nicht nur in deinem Unterhaltungsprogramm hängen bleibst, was viele Menschen haben, weil sie sagen, ich mache Reels, ich mache Videos, ich mache Stories, aber ich verdiene irgendwie kein Geld. Dann wirst du durch diese Frau lernen, genau wie. Ich habe mit allen Dozenten messerscharfe Themen abgesprochen, die alle aufeinander aufbauen. So, Mia. Mia muss ich auch nicht viel vorstellen, ja, auf diversen Kanälen. Ich glaube, allein bei TikTok um die 500.000 Menschen, ja, Instagram irgendwo zwischen 300.000, 400.000, 500.000 Abonnenten. Wenn Mia ein Reel macht, dann geht das Ding so viral, dass das ruckzuck 500.000, 1 Million, ein paar Millionen Menschen sehen. Jetzt stell dir mal vor, ein Fußballstadion hat ca. 50.000 Platz für 50.000 Menschen. Die Frau schafft es mit einem Reel pro Tag, 20 Fußballstadien zu füllen, weil die genau gelernt hat, auch über den Tag war, in den Vereinigten Staaten, hat sich angeschaut, was machen die Amis, was machen die jetzt schon, was machen die so viel schlauer, weil im Marketing sind die sehr viel besser, wo die Deutschen komplett schlafen oder Europäer, und bringt dir konkrete, die neuesten Trends, Social-Media-Strategien, die im Hier und Jetzt funktionieren, wie du Sichtbarkeit bekommst, Reichweite bekommst, wie du aufhörst, ständig langweilige, altbackene, nichts funktionierende Dinge rauszubringen, Zeit investierst und die ganze Zeit gefrustet bist, dass es nicht klappt. Die Frau bringt dir bei, warum etwas funktioniert und wie. Ja? Oliver Geißelhardt, laut CDF, Deutschlands und Österreich-Schweiz Gedächtnistrainer Nummer 1, sagt CDF. Oliver Geißelhardt macht diesen Job mittlerweile seit über 40 Jahren. Bereits sein Papa oder sein Onkel, ich glaube beide sogar, waren in diesem Markt der Persönlichkeitsentwicklung. Auch Geißelhardt, gibt es auch Bücher. Und Olli bringt dir bei, es gibt B2C, also Business to Consumer. Das ist das, was die Dozenten zuvor machen, wie du über Social Media Kunden aufbaust, die dir einfach über Social Media folgen, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Podcast. Olli bringt dir bei, wie du in Unternehmen reinkommst, weil das große Problem, was viele haben, wenn sie als Social Media aufbauen, dann kommen sie nicht wirklich zu Geld. Die haben hier mal 20 Euro, hier haben die mal 50 Euro, hier mal 100 Euro, da mal 200 Euro, aber die kommen nicht wirklich ins Wachstum. Oliver bringt dir Wissen bei, wie du innerhalb der kürzesten Zeit in Unternehmen reinkommst, weil der Vorteil ist, wenn du von einem Unternehmen gebucht wirst, dann beginnt dein Satz schon bereits bei 1.500 für einen Tag, 2.500, 3.000, 5.000. Der Mann hat genau dafür Expertise messerscharf aufgebaut in den letzten Jahrzehnten, wie du in Unternehmen reinkommst, wie du gebucht wirst
was du tun musst, um aktiv nicht zu warten, dass jemand dich anruft und sagt, kommen Sie mal zu uns coachen, trainieren oder als Speaker, sondern was kannst du selber aktiv tun? Höre in die Hand, welche Mails, was musst du aktiv tun, um in Unternehmen deiner Wahl zu kommen? Und Olli hat mir das damals vor 10 Jahren erzählt, gezeigt. Ich konnte es nicht glauben. Praxis funktioniert genial. Und David Przybylski, einer der größten Überflieger im Marketing in den letzten 10 Jahren, würde ich sagen, in Deutschland, Österreich, Schweiz. Also das, was der Mann an Trends vorgelegt hat, das haben alle anderen nachgemacht. David ist so herausragend, indem er den Markt antizipiert und jetzt schon das tut, was andere in einem Jahr erst anfangen. David wird dir Zeit schenken, weil er wird dir beibringen, wie du deinen Job im Training, Speaking, Coaching an KI, die neuesten Trends, delegieren kannst, wie du KI für dich arbeiten lassen kannst, wenn du Inhalte zusammenstellst und vor allem, wie du damit aktiv, was du aktiv tun musst, um passive Einnahmen zu generieren mit den neuesten KI-Tools, was die meisten überhaupt nicht wissen, als Trainer, Speaker oder Coach. Er wird dir beibringen, wie Content-Marketing funktioniert und warum du damit langfristig wirklich mehr Erfolg hast als all die anderen, die nur Anzeigen schalten. Er wird dir aber auch die viralsten Anzeigen schalten. Wann klicken die Leute auf eine Werbeanzeige und wann nicht und warum? Statistisch, Zahlen, hat er alles. Und vor allem profitable Seiten. Also wie gelingt es dir, Seiten zu bauen, wenn du eine Website hast, eine Landingpage, dass die auch konvertiert, dass die Menschen auch wirklich kaufen wollen, dass sie deine Freebies runterladen und nicht irgendwelches, was viele Menschen denken, das sieht doch hübsch aus, nehme ich doch mal das. Also keine Experimente, absolute Praxis aus der Champions League von absoluten Stars der gesamten Szene. Wie ist die Ausbildung aufgebaut? Insgesamt siehst du 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bereiche. Wir starten in der Ausbildung mit dem Block Spiritualität. Warum? Ja, ganz klar, ohne Seele gäbe es keinen Körper, gäbe es keinen Verstand. Das heißt, wir sind ein spirituelles Wesen in diesem Menschenkostüm gefangen. Und Spiritualität ist das allererste, womit wir starten werden. Warum ist es so wichtig? Weil wenn du deine Anbindung hast mit deiner Seele, wenn du deine Anbindung hast nach oben, dann wirst du immer geführt, dann wirst du immer wissen, was der richtige Weg für dich ist. Deswegen sage ich immer, ein gutes Leben ist eine Ansammlung von guten Gewohnheiten. Aber ein geniales Leben dagegen ist die vollständige Entfaltung deiner Seelenkräfte. Das heißt, wenn du nicht kopierst, was alle anderen tun, lass dich inspirieren von den ganzen Dozenten, aber deinen authentischen Seelenweg gehst und niemand ist wie der andere. Und das heißt, wie lernst du, deine Intuition zu schärfen? Wie findest du heraus, wer du wirklich bist auf der Seelenebene? Wie schaffst du es, mit dem Quantenfeld zu interagieren? Ja, also spirituelles Praxiswissen, wofür ich die letzten 20 Jahre, würde ich sagen, gebraucht habe, auf den Punkt messerscharf für deine Arbeit, für dein Fundament, dass du wirklich umso weiter fliegen kannst. Der große Unterschied, warum so viele in diesem Markt nicht erfolgreich sind, ist, dass diese Menschen aus dem Kopf kopieren. Wie Pablo Picasso sagte, unter den Menschen gibt es mehr Kopien als Originale. Und all diejenigen, die ich dir gezeigt habe, von all denen weiß ich, dass sie hoch spirituelle Menschen im privaten Umfeld sind. Und das heißt, dieser Blog, natürlich mit unseren Expertinnen, Laura, Birgit Fischer, Laura Seiler plus Maxim, Thema Spiritualität. Danach gehen wir rüber im nächsten Blog zum Thema Menschenkenntnis. Wofür ist das wichtig? Naja, wie willst du wissen? Also wenn du das tust, was alle anderen tun, dann wirst du ja niemals erfolgreich werden. Das heißt, du musst A, wissen, wer bist du wirklich auf der Seelenebene? Was sind die außergewöhnlichen Gaben, Fähigkeiten, Talente, die in dir angelegt sind, die nun du kannst und kein anderer tun kann? Und da wirst du die besten Tools an die Hand bekommen zum Thema Menschenkenntnis. Ja, das heißt, welche Persönlichkeitstypen gibt es? Wie kannst du andere Menschen lesen? Mit Astrologie, Numerologie, Profiling, Face Reading, Körpersprache, Handschriftanalyse. Das heißt, du wirst so viel über dich lernen, was du dir nicht einmal vorstellen kannst, was in dir alles angelegt ist. Und gleichzeitig brauchst du Menschenkenntnis natürlich auch, wenn du mit anderen Menschen zusammenarbeitest, egal ob das ein Vorstand ist, der dich für deine Speech bucht oder du Menschen trainierst, wie ticken sie denn, musst du wissen. Oder vor allem im 1:1, im Coaching, du musst doch wissen, wer sitzt vor dir. Ja? Weil Einstein sagte schon, wenn du einen Fisch danach bemisst, ob er einen Baum hinaufklettern kann, dann lebt er sein Leben lang im Glauben, er wäre dumm. Das heißt, nicht nur in deiner Arbeit, sondern dein gesamtes Leben wirst du durch das Modul Menschenkenntnis lernen, andere Menschen zu lesen wie ein offenes Buch. Einfach nur, indem du auf deren Gesichter schaust, das ist Face Reading, und lernst, wie sie ticken,
wenn du deren astrologischen Daten hast, wenn du ihren Geburtstag hast, kannst du schon so viel allein numerologisch rausrechnen. Und all dieses Wissen lernst du bei uns, inklusive psychologische Modelle, Typologien, Charakter, Persönlichkeitsanalyse. All das, wofür ich in den letzten 20 Jahren gebraucht habe, um das messerscharf auf den Punkt zu stellen, bekommst du im Bereich Menschenkenntnis. Jetzt im nächsten Block geht es um das Thema Coaching. Für diejenigen, die sagen, okay, Maxim, was kriege ich denn da und wofür brauche ich denn überhaupt Coaching? Also, stell dir mal vor, machen wir das Ganze mal praktisch. Das bist du. Und du hast eine bestimmte Freude in irgendeinem bestimmten Lebensbereich und positionierst dich hier als Experte. Ja, das bist du, Experte. So, und hier dir gegenüber ist ein potenzieller Kunde. Und dieser Kunde ist ein ganz gewöhnlicher, ganz normaler Mensch, der irgendwelche Herausforderungen in seinem Leben hat. Ja? So. Und das heißt, wenn dieser Mensch irgendetwas hat, was ihn beschäftigt und du etwas hast, worin du Expertise aufgebaut hast, wie genau das Ganze geht, lernst du bei uns in der Ausbildung, dann kannst du diesem Menschen ja helfen, ja oder nein? Das heißt, du gibst ihm irgendetwas, wodurch er dann aus seinem Minus langsam ein Plus macht und dann noch ein Plus. Das heißt, derjenige wird jetzt glücklich, kommt in seine Größe, fängt an zu expandieren und oh mein Gott, das gibt es ja gar nicht, mir geht es immer besser und besser und besser. Und der Mensch gibt dir natürlich etwas zurück. Erstens, Dankbarkeit. Es ist eine der größten Freuden, einen anderen Menschen beim Wachsen zu sehen, wenn du merkst, dass du wirklich einen Unterschied im Leben eines anderen Menschen machst. Egal, ob er weniger Kilos auf der Waage hat, egal, ob er jetzt in seiner Beziehung, die kurz vor Trennung war, inklusive Kinder, plötzlich sie den nächsten Schwung, die nächste Kurve bekommen und weitermachen, ob derjenige seinen Job hasst und plötzlich durch dich versteht, was denn seine wahre Seelenaufgabe ist, ob du jemand zeigst, wie er mehr Geld verdient, seine Blockaden überwindet. Ja, viele haben ja bis zum 8., 9. Lebensjahr so viele Blockaden durch die Eltern alleine übernommen und wissen das gar nicht. Wie jemand sein fehlendes Selbstvertrauen mit dir aufbaut, mit Stress umgeht, besser kommuniziert mit seinen Mitmenschen, Astrologie, Human Design, egal was du unterrichten wollen würdest, ja, lernst du auch bei uns in der Ausbildung. Du kannst dich komplett austoben, kannst kreativ sein, kannst frei sein und kannst gute Beziehungen mit deinen Mitmenschen aufbauen. Das ist das, was Coaching für dich macht. Und das heißt, neben Wertschätzung, seinen positiven Emotionen, die du bekommst, bekommst du auch Euros, Geld. Ja, also das heißt, du bekommst hier Emotionen, Freude, Dankbarkeit, Leichtigkeit und bekommst Geld dafür. Und das ist genau dieser Kreislauf, der sich dann immer mehr verstärkt, weil dadurch bekommst du mehr Geld, kannst immer besser werden in deinem Bereich, kannst dich weiterbilden, noch mehr Top-Experten, danach irgendwann 1:1 Coaches buchen und wirst dann immer besser beim Lösen der Probleme deiner Kunden. Ja? Und je besser du die Probleme deiner Kunden kennst, umso besser wirst du bezahlt. Magischer Satz für dich. Verliebe dich nicht in deine Lösung, sondern in die Probleme deiner Kunden. Und das heißt, je besser du wirst, desto mehr Klienten kommen dann immer mehr zu dir und sagen, oh mein Gott, ich will auch mit dir arbeiten. Und dann ist es irgendwann so ein Kreislauf, der sich selbst bedingt, dass du einfach nur mit einem Hobby wortwörtlich, was du liebst. Ich hatte nichts außer ein Hobby. Ich wusste, ich möchte Seminare geben und habe mir dann diese 7 Themen aufgeschrieben, mit denen ich starten möchte. Und darf ich heute für Tausende von Euros Speeches halten, Seminare halten weltweit? Darf ich diese Ausbildung leiten mit Menschen, die wirklich wollen und vor allem, die nicht unbedingt können, aber vor allem ganz, ganz viel wollen? So, und das heißt, das Modell funktioniert so lange, solange es Menschen auf der Erde gibt. Warum? Denn solange es Menschen auf der Erde gibt, wird es immer Probleme geben. Einverstanden? Weil das menschliche Leben ist ja wie Wellenreiten. Mal bist du oben, mal bist du unten, dann hast du mal eine Phase, da funktioniert nicht so gut. Und das heißt, wenn du Coaching nicht nur nimmst, um anderen Menschen zu helfen, sondern an deinen eigenen inneren Themen zu arbeiten, weil ob das nächste Problem, ja, das nächste Tief kommt, ist nicht, ob es kommt, sondern nur wann. Und die Frage ist, bist du mental vorbereitet? Weißt du, wie durch Probleme die, und ich sage euch, in den nächsten 5 Jahren werden weltweit einige Veränderungen stattfinden, also bis 2030 vor allem, da wird einige, wie soll ich das mal formulieren, sehr überraschende Dinge auf diesem Erdball passieren, wo sehr, sehr viele Menschen massiv durchgerüttelt werden und auch massiv das Gefühl haben werden, oh mein Gott, ich habe in den letzten Jahren komplett gedacht, irgendwie schaffe ich irgendwie so bis zur Rente durchzukommen. Nee, das wird nicht mehr reichen. Ja, wenn du aufhörst, heute zu lernen, dann sage ich dir, wirst du in den nächsten 3 Jahren eine sehr, sehr schwere Zeit haben.
Und das sage ich nicht, weil ich jetzt schlechter Prophet sein möchte, sondern weil ich sehr mediale, sehr besondere Menschen in den letzten 20 Jahren um mich herum aufgebaut habe. Und das, was in den nächsten 5 Jahren ansteht, das ist eine große Transformation, der wir alle ausdrücklich zugestimmt haben, bevor wir inkarniert sind. So, und das heißt, das hier ist Coaching. Wenn du allerdings nicht nur mit einem Menschen arbeitest, sondern mit vielen Menschen, ja, das heißt, hier um diesen einen Menschen drumherum sind ganz, ganz viele andere Menschen. Und du gibst denen, dann ist das der Beruf des Trainers. Das heißt, ein Coach arbeitet 1:1, nimmt sich einen Kunden und ist exklusiv für ihn da. Wenn du eher der Trainer bist, dann arbeitest du mit einer kleineren Gruppe, kann auch eine größere Gruppe sein, und du zeigst den Menschen, wie etwas zu tun ist. Und später, wenn du dann ein guter Trainer warst, kannst du dann den nächsten Schritt machen und dann auf den größten Bühnen dieser Welt sprechen. Ich sag dir, ich bin bei den größten Festivals immer eingeladen mit 15.000 Menschen, wo ich heute sprechen kann. Und da hast du meistens 20, 30, 40, 60, 90 Minuten Zeit. Und hier ist der Job des Speakers auf den Punkt, den Menschen emotional zu erzählen, was sie lieber lassen, was sie unbedingt tun sollten, damit sie in ihre Größe kommen. Genau diese drei Berufe, Coaching, Training, Speaking, wo du hier bist, vielleicht zu Beginn nur mit einer einzigen Idee startest und anderen Menschen hilfst, ein besseres Leben zu führen. Und je besser du darin wirst, umso größer wird dein Kreislauf, dein Ball. Und das Ergebnis davon ist aktuell meine Geschichte, dass ich jetzt mit einer Community von fast 1 Million Menschen sein darf, zusammenarbeiten darf. Mittlerweile den Top, sagte ich schon, Top 3 Podcast im gesamten Markt, mein Buch Soul Master, das meistverkaufteste Buch im Bereich Persönlichkeitsentwicklung seit 2,5 Jahren. Über 3000 Amazon-Bewertungen. Lies mal, was die Menschen schreiben. Die schreiben, so ein Buch haben sie noch nie erlebt. Und im Bereich Business, da sind die letzten 2 Monate, dort kommen die anderen 8 Dozenten und die zeigen dir, wie du in deine Größe kommst, wie du bekannt wirst, wie du Sichtbarkeit erzielst. Ich bringe dir bei, wie du einen Bestseller schreibst. Ja, natürlich habe ich mein ganzes Herz reingelegt, aber ich habe auch sehr, sehr viel vorher recherchiert. Was muss ich denn tun, damit mein Buch einschlägt? Und ich weiß, Christian Bischoff hat irgendwann zu mir gesagt, hey Maxim, ich habe noch nie erlebt, dass ein Buch 10 Tage lang bei Amazon auf Platz 1 stand vor Harry Potter, 10 Tage ununterbrochen vor allen Büchern weltweit. Er sagt, ich weiß nicht, wie du das geschafft hast, aber ja, und es gibt ja TV-Nasen, die haben jeden Tag TV-Radiosendungen, alles. Die haben nicht geschafft, am Soulmaster 10 Tage lang vorbeizuziehen und war 6 Monate ununterbrochen Platz 1. Das heißt, du lernst Online-Marketing aus dem FF von den absoluten Profis und zwar nicht, was letztes Jahr funktioniert hat, sondern das, was in den nächsten 12 Monaten funktioniert bereits und funktionieren wird. Die neuesten Trends, du lernst dich zu positionieren. Marketing, Branding, du lernst dein Nummer 1 Bestseller zu schreiben. Du wirst alles erfahren zum Thema Social Media, Reichweite. Du wirst wissen, wie du kaufst, wie du Angebote erstellst und wie du verkaufst bzw. gebucht wirst. Du wirst wissen, was Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, wie die sich unterscheiden und wie du Werbeanzeigen schaltest. Also du wirst praktisch lernen, so schalte ich auf diesen unterschiedlichen Kanälen Werbeanzeigen, weil Werbeanzeigen haben den Vorteil, du kannst das Ganze beschleunigen. Ja? Social Media, Community aufzubauen, kann ein paar Monate dauern. Werbeanzeige kannst du heute noch loslegen, um deine Dienstleistung, Produkte anzubieten. Du wirst selber lernen, wie du das machst, statt teure Agenturen zu buchen, die dir erstmal 5.000 Euro abknüpfen, einfach nur, um mit dir Geld zu verdienen. So, das heißt, Branding, Marketing, Marktdurchdringung, KI-Tools, passive Einnahmen, Angebotserstellung, Social Media, Podcast, Buch, Medienpräsenz, ja, also was brauchen TV, Radio, Medien, damit du sichtbar wirst, wie du passive Einnahmen generierst, wie du deinen Content so aufbaust, dass die Menschen dir wirklich zuhören und deine Produkte auch kaufen und wie du über Newsletter, Thema Copywriting, ja, so schreibst, dass die Menschen sagen, so, also wenn ich das jetzt nicht buche, dann bin ich doof. All das, ein Business-Blog zum Thema Online-Business, Unternehmertum aus der Praxis von den absoluten Stars der Champions League, kriegst du alles auf den Punkt. Was macht das Programm außergewöhnlich? Soul Mastermind, du siehst es hier schon, es sind nicht wie bei sehr, sehr vielen anderen Produkten, Angeboten im Markt, dass du da einsteigst und dann sagen die Ausbildung dauert 12 Monate, 18 Monate oder 3 Jahre und dann sieht man sich dort alle 2 Monate mal für ein Wochenende oder für einen Tag. Das ist nicht meine Energie. Ich wäre niemals in diesem Markt innerhalb von 10 Jahren zu dem Erfolg gekommen, wo ich jetzt aktuell bin, ohne A, Herz und B, vor allem Fleiß.
Und ich bin ein Typ, der sehr, sehr gerne in die Umsetzung geht, sehr, sehr schnell anpackt, weil Sieger erkennst du am Start, Verlierer aber auch. Und das heißt, das Ganze lernst du innerhalb von 6 Monaten mit 2 wöchentlichen Terminen pro Woche, jede Woche. Das heißt, Montag und Donnerstag werden die beiden Termine stattfinden, wo du absolute Praxis lernen wirst. Montag werdet ihr üben, wie coache ich, wie trainiere ich, wie spreche ich vor anderen Menschen, dass sie dir auch wirklich zuhören, leite ich meine eigenen Seminare und stehe auf der Bühne. In den anderen Termin, Donnerstag, wird entweder Maxim, größtenteils ich, oder einer der Experten dir genau das beibringen, was du jetzt vorhin gerade gesehen hast, zu unterschiedlichen Themen. Und im Business-Blog lernst du vor allem also Spiritualität und Menschenkenntnis. Hier wirst du verstehen, wer bist du auf der Seelenebene, wie tickst du. Coaching, Training, Speaking, hier lernst du, was du tun musst in diesem Beruf. Selbst wenn du 0,0 Ahnung hast, bei Null startest, du kriegst die besten Tools, die ich weltweit gelernt habe und von den Stars der Szene, absolute Champions League. Also, wer bist du, was musst du tun? Und Business Blog ist, wie wirst du gebucht? Wie reißen dir die Kunden, potenzielle Follower, die du noch nicht hast, deine Produkte, Dienstleistungen aus der Hand? Und zwar von absoluten Praktikern, Menschen selber finanziell vermögen, finanziell frei sind. Die Menschen, die bei uns in der Ausbildung sind, die du vorhin gesehen hast, die kosten alle mindestens 5.000 Euro für einen Tagessatz bis zu 25.000 Euro. Wenn ich nur den billigen Tagessatz nehme, also 5.000 Euro von diesem einen Experten, und du multiplizierst das mit 16 Dozenten, dann kommst du auf eine Summe, ich zähle mich gar nicht mal mit, auf eine Summe von über 80.000 Euro, wenn du das billig rechnest, also den kleinsten eine Stunde Coaching-Satz, was diese ganzen Experten-Stars, viele davon kannst du gar nicht buchen, ich kann es heutzutage auch nicht mehr buchen. Das heißt, Soul Mastermind, das ist die intensivste Form der Zusammenarbeit, die wir gemeinsam haben. Ich gehe hier auf Fragen ein, ich ziehe mich komplett aus für euch, ich mache mich komplett bis auf die Unterwäsche nackig und werde dir alle Tipps, alle Tricks, alle Kniffe, alle Abkürzungen, alles zeigen, was in diesem Markt wirklich funktioniert und nicht, was irgendwelche Leute sich angelesen haben, bei einem Experten gelernt, gehört haben, selbst praktisch nie ausprobiert haben und dann einfach laut schreien und behaupten, ohne überhaupt zu wissen, funktioniert das wirklich. Also das heißt, du lernst von Stars und von mir nur das, was in der Praxis wirklich funktioniert. Woher ich das weiß, naja, die Erfolge sprechen bei uns für sich. Ja, Erfolg kannst du nicht faken. Ja, ein meistverkaufteste Buch, Soulmaster, kannst du nicht faken. Ein Top-3-Podcast kannst du nicht faken. Eine Community, Social Media, 1 Million Menschen kannst du faken. Du kannst Fans kaufen, aber das sind Karteileichen. Keiner von denen liked es, würde ich niemals machen. Das heißt, du lernst von uns nur das, was in der Praxis funktioniert hat. Erprobtes Wissen, erprobte Tools, erprobte Strategien von mir und von den führenden Top-Experten, Koryphäen, Menschen, die seit Jahrzehnten ihren Job machen oder innerhalb der kürzesten Zeit den Zeitgeist erkannt haben, wie Nike Menzel, wie Laura Seiler, wie Birgit Fischer und dir zeigen, wie du all die Stolpersteine, Fehler vermeidest und den schnellsten Weg auf deine Meisterschaft, auf deinen Weg findest. Soul Mastermind im Schnelldurchlauf. 6 Monate. Warum, sagte ich schon, ich bin vom Typ her, der gerne anpackt und ich möchte auch, dass ihr innerhalb dieser gemeinsamen 6 Monate Gas gibt. Ja, für diejenigen, die sagen, oh Gott, Maxim, 2 Termine die Woche, schaffe ich das überhaupt? Rechnen wir mal runter. Eine Woche hat 168 Stunden, ja oder nein? Ja, davon verschlafen wir plus minus 7 mal 7, 49, also 50 Stunden weg. Das heißt, bleiben immer noch 120 Stunden übrig. Circa 40 Stunden davon, du kannst das machen, die Ausbildung, auch wenn du aktuell einen 40-Stunden-Job hast, würde ich dir sowieso empfehlen, nicht sofort alles hinzuschmeißen, sondern langsam zu wechseln. Das heißt, wenn du von den übrigen 120 Stunden die 40 Stunden Arbeitswoche abziehst, bleiben immer 80 Stunden die Woche für deine Freizeit. Also ohne Schlaf, ohne deinen Job. Und jetzt ist die Frage, was machst du in diesen anderen 80 Stunden die Woche? Und wenn du da nicht 4 bis maximal 6 Stunden, also 2 Termine zu 2 bis 3 Stunden jeweils, ja, pro Woche übrig hast von den 80 Stunden, also 4 bis 5 Stunden die Woche, also von der 80 Stunden Freizeit, die du nicht mehr übrig hast, dann weiß ich nicht, ob du der richtige Mensch bist für diese Ausbildung. Dann würde ich sagen, dann mach genau das weiter, was du dein Leben lang gemacht hast und wünsche dir, dass du Erfolg und auch glücklich wirst damit. Nur ich wäre niemals in diesem Markt derart erfolgreich mit, ich probiere es mal einfach mal ein bisschen. Ich habe mich vom ganzen Herzen, von meiner ganzen Seele habe ich mich committed und habe stundenlang, tagelang sitze ich da, lerne ich, lese ich, stelle Inhalte zusammen. Das ist das größte Geschenk, Glück für mich, was es gibt, für Menschen außergewöhnliches Wissen
zu suchen und zusammenzustellen. Ich sagte ja schon, habe über 900 Seminare weltweit von absoluten Stars, Koryphäen, alle Menschen, die du da draußen als Stars bezeichnet. Ich war bei denen in Seminaren, in Coachings, in Masterminds, habe von den Menschen persönlich gelernt. So, und das heißt, du bekommst im Vergleich zu vielen anderen Ausbildungen nicht irgendeinen Star-Trainer und dann wirst du von seinem rechten Hand trainiert oder von seiner Nummer 2 trainiert, sondern alle Live-Trainings, entweder von Maxim oder von absoluten Koryphäen, die es nachgewiesen haben, praktisch in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Praxisübungen, Kleingruppen. Jeden Montag wirst du all das, was du am Donnerstag theoretisch erfährst, Best Practice, bestes Wissen, lernst du Montag direkt umzusetzen in kleinen Gruppen von maximal 4-5 Teilnehmern, damit das Ganze direkt ins Blut geht. Aus erfahrenem Wissen, was du gelernt hast, ein praktisches Wissen in dein Blut übergeht. Du wirst es direkt anwenden, trainieren. Keine Hotelkosten, keine Reisekosten. Jeden Abend, Montag oder Donnerstag, Zoom-Call. Wenn du sagst, Maxim, wann geht's denn los? Ich habe Kinder, ich habe Familie. Extra auf 20.30 Uhr den Termin gelegt. Ich weiß, dass viele von euch Kleinkinder daheim haben oder es nicht einfach haben vorher. Ich weiß, dass viele auch tagsüber arbeiten. Deswegen extra abends, extra nicht am Wochenende, damit ihr auch mal runterkommt am Samstag, Sonntag, ein bisschen entspannen könnt. Solltest du mal nicht dabei sein, alles 100% aufgezeichnet, bleibt für dich verfügbar, lebenslänglich, werden wir nichts abschalten. Telegram-Gruppe, falls irgendwelche Fragen nicht geklärt worden sind, bei den Experten, die du live befragst, mich live befragst nach jeder Session. Zusätzlich Telegram-Gruppe, wo alle sich gegenseitig austauschen. Es werden auch erfahrene Trainer, Speaker, Coaches dabei sein, die dir auch Support geben, in die Umsetzung zu kommen. Deine Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, nicht schon wieder irgendwie Geld auszugeben und irgendwie, ah, war ganz nett, hab viel gelernt, aber hab nichts gesetzt. Ich bin, sag's nochmal, ein sehr, sehr harter Lehrer. Ja, wenn du mit meinem Team sprichst, wenn bei uns etwas nicht passt oder irgendwas nicht um die Ecke gedacht worden ist, ich schimpfe. Ich bin richtig böse dann. Das heißt, wenn du zu uns kommst, dann werde ich dich zum Erfolg peitschen. Ich werde alles dafür tun, dass du dein ganzes Herz, deine ganze Seele reinlegst in diese Ausbildung. Guck dir mal Feedbacks, Testimonials an. Ja, dann weißt du genau, was die Leute von der letzten Jahr Soul Mastermind Ausbildung bekamen. Da gab es Feedbacks von, ihr verändert hier Menschenleben. So eine Ausbildung habe ich noch nie bekommen. Das ist mein persönlicher Anspruch an diese Ausbildung, die beste, nicht in Deutschland, Österreich oder Schweiz zu machen, die beste internationale Ausbildung, weil die Amis verkaufen Marketing, aber im deutschsprachigen Raum, dort sind wir für Qualität, für Content stehen wir und du kriegst die besten Tools, die in der Praxis wirklich funktionieren. Du bekommst natürlich die Workbooks, praktisch, schön, ästhetisch aussehen und die wichtigsten 20-30% der wichtigsten Inhalte, die als Zusammenfassung zum Nachlesen präsentiert werden. So geht dein Lernerfolg umso leichter, erhöhst die Wahrscheinlichkeit, auch in die Umsetzung zu kommen, weil du immer wieder damit arbeiten kannst. So, alles live, nichts aus der Konserve. Live Maxim, live Experten. Kannst allen die Frage stellen, jedem einzelnen der Experten. Kannst du deine Zoom-Fragen eintragen, vielleicht werden wir auch 1-zu-1-Call machen. Auf jeden Fall werden die Experten dich sehen, du wirst sie alle sehen. Ja, nicht eine einzige Session ist aufgezeichnet. Alles live, Freunde. Das ist irrsinnig viel Arbeit. Ja, über 50 Termine in dieser Ausbildung. Und nur, damit du in die Umsetzung gehst. Live-Charakter hat immer eine besondere Energie, als wenn man nur irgendeine Aufzeichnung schaut. So, Insider-Wissen. Du bekommst dort Strategien und Techniken, Tools, die nur die Allerbesten wissen. Warum? Das ist der Grund, warum sie die Allerbesten sind. Die anderen haben es nicht geschafft an die Spitze. Warum? Weil sie den anderen Weg gegangen sind. Die Experten, die kommen, die haben es praktisch nachgewiesen in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Die wissen genau, warum es funktioniert und wie du den Weg gehen musst. Bestes Wissen auf den Punkt. Und am Ende werden wir uns dann für 2 Tage sehen, irgendwo im deutschsprachigen Raum, bis vom ganzen Herzen eingeladen. Und dann werden wir noch uns das Thema Hypnose reinziehen vor Ort, was du tun kannst, um mit deinen Klienten unter Hypnose zu arbeiten. Wir werden Praxistools nochmal in die Hand geben, nochmal das Ganze vertiefen und dann vor allem werden wir miteinander gemeinsam feiern und uns umarmen und mit bewussten, spirituellen Menschen wirst du dich verbinden können. Da sind Freundschaften fürs Leben entstanden, da sind Beziehungen entstanden in der letzten Ausbildung. Da sind so außergewöhnlich schöne Seelen dabei gewesen, die mir so ans Herz gewachsen sind, die mich so berührt haben. Du siehst deren Testimonials bei uns auf der Seite drunter, was diese Menschen sagen, wie sie sich verändert haben. Du siehst ihre Herzen, sie kamen mit sehr, sehr viel Wollen und jetzt haben sie sehr, sehr viel Können und verdienen Geld, lieben, was sie tun und verändern vor allem Menschenleben. Und wenn du das Gefühl hast, das ist der Ruf, der zu dir will, wenn du das Gefühl hast, Maxim, okay, ich habe das Gefühl, das ist genau diese eine
Chance, auf die ich seit Jahren nicht mal mehr gewartet oder gehofft habe, dann wünsche ich mir eine Sache von dir. Eine Bewerbung, aber eine, die es wirklich in sich hat. Es ist kein Marketing-Gag oder ähnliches. Wir haben letztes Jahr Menschen abgelehnt. Wir haben das Geld zurücküberwiesen, weil wir nicht sicher waren, ist das der Mensch, mit dem wir wirklich zusammenarbeiten wollen. Ich habe keine Lust, mit reichen Menschen zusammenzuarbeiten, sondern ich habe vor allem Lust, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die ihr ganzes Herz reinlegen, die angebunden sind, die spirituell sind, die die richtigen Fragen im Leben stellen. Weil was wir jetzt gerade brauchen, sind Lichtarbeiter. Was wir jetzt gerade brauchen, sind Menschen, die vorangehen und anderen Menschen den Weg weisen. Wenn wir weiterhin im Ego sind, guck dir mal an, wie viele Kriege gerade gibt. Iran, ja, die warten die ganze Zeit Gazastreifen, dass da jeden Moment da irgendwas explodiert. Ukraine, Russland, ja, keiner deeskaliert. Sehr, sehr viel schlafendes altes Bewusstsein. Krieg ist nichts anderes wie schlafendes Bewusstsein. Wenn Menschen durch diese spirituelle Trainer-Speaker-Coaching-Ausbildung in die Welt rausgehen, verändern sie diese Welt, verändern sie das Bewusstsein auf diesem Erdball. Und das ist genau der Grund, warum wir diese Ausbildung machen. Ich wollte nicht die nächste 70. tausendste Ausbildung machen, sondern wenn ich eine mache, dann soll sie sowas von außergewöhnlich sein, wie ich sie so nicht gefunden habe, aber mir so sehr gewünscht hätte. Ich weiß, ich habe damals nur Hartz IV bekommen und ich hatte gar kein Geld, aber wenn es so eine Ausbildung gegeben hätte, mit den Stars der Szene, dann wäre ich sehr viel schneller, sehr viel weiter gekommen, als ich aktuell 10 Jahre lang gebraucht habe, weil es gab einfach nichts Vergleichbares. Und dann kam ich zu Gedankentanken Greater und habe dort diese Ausbildung mitbegründet, diesen Jahrgang begründet und quasi das war so der erste Wurf. Und seitdem machen sie das aber nicht mehr, beziehungsweise nur noch andere Formate, aber nichts dergleichen, schon gar nicht live und schon gar nicht mit diesen ganzen Dozenten, Experten und Namen. So, das heißt, mein Team liest die Bewerbungen und die sortieren in ja, überzeugend, nein, wir spüren auch, ob jemand kein Herz nicht reingelegt hat, dann überweisen wir auch das Geld zurück, beziehungsweise sagen, tut uns leid, bitte schau dir eine andere Ausbildung an oder vielleicht. Und bei denen, die vielleicht sind, da lese ich drüber. Und wenn ich das Gefühl habe, da hat jemand nicht sein Herz reingelegt, dann will ich den Menschen nicht dabei haben. Mir geht schon lange nicht mehr um das Finanzielle. Ich bin seit ungefähr 2 Jahren finanziell derart durch, mir kann in diesem Leben nichts mehr passieren. Ja, aber woran ich Freude habe, ist richtig herausragende Inhalte auf den Punkt, messerscharf. Vielleicht kennst du meine Videos. Ich mag das Gelaber nicht. Ich lasse den Smalltalk weg. Du kriegst messerscharfes Wissen aus der Praxis für die Praxis, was wirklich funktioniert. Kein Gelaber, keine drumherum Schickimicki, sondern von der ersten Minute bis zur zweiten, dritten Stunde, je nachdem, wie lange die Sessions bei uns gehen, ja, bekommst du absolute geballte Praxis von Top-Experten, von mir, nur das, was wirklich funktioniert, damit dein Durchbruch innerhalb der kürzesten Zeit auch wirklich gelingt. Stell dir mal vor, wie sich das anfühlen würde, morgens aufzustehen, noch vor dem Wecker und zu wissen, heute darfst du coachen. Heute darfst du ein Seminar geben für Menschen, die erwachen oder erwachen möchten. Heute darfst du auf einer großen Bühne vor ein paar Hunderten, vielleicht ein paar Tausend Menschen stehen, Vorträge halten, Menschenleben verändern. Hoffnung zurückschenken, Menschen ermächtigen. Ich kann gar nicht sagen, was das für ein Gefühl in meinem Herzen ist, anderen dienen zu dürfen. Ich weine so oft nach Seminaren, vor Seminaren, nach Speeches, Vorträgen, weil ich denke, ich danke euch so sehr, dass ich damals im Hartz IV gefeuert worden bin, dass ich damals im Hartz IV gehen musste, damit ich auf meinen Weg komme, weil ich hätte wahrscheinlich nie den Mut gehabt, meinen weltlichen Job zu kündigen, weil meine Glaubenssätze aus der Kindheit waren Armut. Ich war sehr arm aufgewachsen, ich hatte nichts. Und ich habe irgendwann nur gebeten, wo ich Hartz IV bekam und habe gesagt, lieber Gott, liebes Universum, bitte helft mir. Und ich verspreche, ich werde eines Tages alles zurückgeben, wenn ihr mir nur irgendwie einen Weg weisen könnt. Und dann bekam ich diesen Schubser zu dieser internationalen Organisation, wo ich mich austoben durfte, meine ersten Seminare geben durfte, autodidaktisch. Dann kam ich irgendwann zu Gedankentanken, heute Greater, durfte dort von führenden Top-Experten lernen. Und jetzt sind diese führenden Top-Experten hier bei uns in der Ausbildung und freuen sich auf dich, freuen sich auf eine gemeinsame Reise. Wenn du das Gefühl hast, das ist es, Maxim, das ist genau das, was mir gefehlt hat, dann sind diese 16 Menschen plus dieser verrückte Spinner hier in der Mitte, freuen sich vom ganzen Herzen auf deine überzeugende Bewerbung. Alle Fragen, sofern welche da sind, Freunde, die findet ihr bei uns im Q&A. Einfach unten Fragen und Antworten. Wir haben ganz, ganz viele Fragen vom letzten Jahr zusammengestellt. Da ist jede Frage beantwortet. Ja, es gibt 3 Blöcke, Coaching oder Business Block. Und wenn du beide Blöcke haben möchtest, dann sparst du massiven Geldbetrag.
Solltest du von einem dieser Experten 1:1 lernen wollen, habe ich schon gesagt, wärst du für all diese Menschen irgendwo bei 80.000 bis 140.000 Euro, wenn du die einzeln buchen würdest. Die sind alle bei uns, alle live, alle in der Praxis. Und ich freue mich sehr auf diese außergewöhnliche Reise mit dir. Die Bewerbungen laufen jetzt im September. Wir können nur so viele Menschen annehmen, wie wir Plätze zur Verfügung haben. Das heißt, wenn die Bewerbungen voll sind, dann ist der Raum voll. Technisch ist das Ganze gedeckelt. Und das bedeutet, dann werden wir keine Bewerbungen mehr annehmen. Und danach werden wir nur noch schauen, wem sagen wir zu. Bitte gebt uns ein bisschen Zeit. Die Menschen stürmen uns gerade. Wir haben eine Community mit fast 1 Million Menschen. Ich danke dir vom ganzen Herzen. Unabhängig davon, ob wir miteinander zusammenarbeiten werden oder nicht, wünsche ich dir, dass du den Funken in deinem Herzen wiederfindest, dass du das Strahlen in deinen Augen wiederentdeckst, dass du dein inneres Kind zurückholst ins Hier und Jetzt und dich nicht berieselst, dich nicht von irgendwelchen Unterhaltungsprogrammen klein machen lässt, dass du wieder deinen Stern entdeckst und in deine Größe kommst. Ich danke dir vom ganzen Herzen, dass du dir diese Zeit genommen hast. Ich danke dir vom ganzen Herzen, dass du uns folgst, unsere Beiträge schaust, auf Social Media unsere Podcasts hörst. Ihr macht mein Leben ganz außergewöhnlich. Ich danke euch, dass ihr mir diese Reise in den letzten 10 Jahren ermöglicht habt. Ohne euch wäre ich nichts. Ohne euch wäre ich niemals da, wo ich heute bin. Vom ganzen Herzen, wenn du Lust hast, diese Menschen und dich, wir freuen uns auf dich. Alle Fragen in FAQ. Danke und bis bald.